So, howdy, ladies and gentlemen. Willkommen zum neuen Stream, eine neue Episode der Staffel 6 mit Larry Skinner. Heute ist ein erster Tag, hoffentlich, bei Dynasty. Als Makler mittlerweile unterwegs. Hat sich mal schick gemacht. Und hier, dann wollen wir doch mal schauen, was der erste Tag so bringt. Und ja, ich bin gespannt, was eigentlich insgesamt so die ganze Situation für Ari und für Larry bringt. Ja. Es ist verflixt. Es ist verflixt. Aber wir sind gespannt, wohin da die Reise noch geht und wie das Ganze noch so weitergeht. So, aber liebe Leute, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ja, wir schauen mal. So, ja, wir werden mal aufs Handy gucken. Ja. Wie immer haben wir noch den Flugmodus, müssen wir ausmachen. So, dann schauen wir mal. Ari. Viel Erfolg mit dem ersten Tag, Herr Makler Skinner. Oh, Lady, ich halte dich auf den Laufenden, bin sehr gespannt. Max, wieder die Party. Also ich würde sagen, oh was? 19.06. Ah, also ich würde sagen, wir machen das nächste Woche. Wann könnt ihr denn da? Ich kann Dienstag, Donnerstag, Samstag. 24.07. Was ist eine Gruppe? Ach so. They have given 8 gift subs in the channel. Samo Mido könnte ich. Howdy. Und ich möchte mich bedanken bei El Brutalo. Dankeschön für den Gift-Sub an Diva Savit. Howdy. Dankeschön. Super cool. Danke, danke, danke. Und schön, dass du da bist. Jube. Howdy, ihr Lieben. Endlich deinen Stream genießen. Hatte mir die anstrengenden 3 Tage, was die anstrengendsten 3 Tage in meinem Leben. Hab 3 Prüfungen gehabt, um Prüfingenieur zu werden. Und Teil davon war es, mit dem 40-Tonner-Gliederzug durch Dresden zu fahren. Und jetzt muss ich nur noch von der Landesbehörde geprüft werden und dann habe ich es endlich geschafft. Wow. Ey, da drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Das klingt ja schon mal gut, dann hast du jetzt eigentlich schon fast alles gepackt. Mega cool. Prüfingenieur, da schau her. Ja, da drücke ich dir wirklich die Daumen. Coole Sache. Coole, coole Sache. Mensch, alles packst du, komm. So, was haben wir denn sonst für Anrufe hier? Chloe. Oh. Jetzt müssen wir gucken. So. So, schauen wir mal. Ja, den Arbeitsvertrag habe ich immer noch nicht geschickt bekommen. So, dann fahren wir jetzt einfach mal hin. Jasmine, einen wunderschönen guten Abend. Jasmine Furby. Howdy. Schön, dass du da bist. Ah, Leute, es ist so schön, dass ihr alle da seid. Alle, die zugeschaltet haben. Auch die nur still lurken. Fühlt euch bitte ganz, ganz, ganz lieb. Begrüßt von mir. Und ein herzliches Howdy. Und an alle, die das erste Mal hier sind. Howdy, Stranger. Schön, dass ihr da seid. Hört ihr so ein bisschen die Musik im Hintergrund? Miss Sunshine. Miss Sunshine Girl, howdy. Schön, dass du da bist. Hat Ari mein Auto voll getankt? Ich glaube, Ari hat getankt. Ich glaube, der Tank war fast leer von Sherry.
Und mal, ob ich es jetzt richtig erwische. Noch eins weiter, glaube ich, war es. Ich hätte noch eins weiterfahren können, glaube ich. Mal gucken. Liggenstreepje Brutalo Liggenstreepje Gifted A Tier 1 Sub to Chaser 1979. They have given 9 gift subs in the channel. Krankenversicherung. Für Privatunternehmen, Unternehmen, Infos unter der 100. Ja, alles klar. Krankenversicherung. Howdy. Ein wunderschöner Skinner. Howdy, ich grüße Sie. Wie kann ich weiterhelfen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, aber gestern scheint der Tag für mich recht erfolgreich gewesen zu sein und ich darf mich scheinbar in diesem Team dazuzählen und freue mich sehr darüber. Ja, kommen Sie erstmal rein jetzt hier. Ich danke Ihnen. Da. Tür ist übrigens zu, weil wir heute keine regulären Öffnungszeiten haben. Ja. Und deswegen ist es erstmal zu. Ja, ich wollte. Dankeschön. Jetzt muss der Papierkram gemacht werden. Den Arbeitsvertrag sollte ich noch bekommen und dann sollte ich noch mit Tom zum DOL fahren, damit wir da auch alles regeln können. Ist er eigentlich da? Unterwegs. Also der ist erreichbar. Den könnte ich theoretisch anrufen. Könnten Sie mir. Ich weiß nicht, ist das okay, wenn ich die. Habe ich denn die Nummer überhaupt? Weiß nicht, ich könnte ihn aber auch anrufen. Die sind aber auch zum Beispiel DOA. Ich habe da eine Nummer. Moment, warten Sie. Wir könnten ja mal vergleichen, wenn Sie möchten. Ja, können wir gerne machen. Wird aber trotzdem schwierig, weil die erst am Dienstag wieder da sind. Oder Aufnahme, wie auch immer. Da haben wir nämlich gerade auch das Problem, weil wir mit unseren Kunden aktuell ja nicht zum DOA gehen können, weil die einfach, weiß ich nicht, Urlaub machen bis Dienstag, keine Ahnung. Ach, stimmt, das ist das DOA. Braucht immer ein bisschen. 468809, richtig? Also richtig. Ja. Ja, das ist wirklich mal ganz was anderes und ich bin auch super gespannt drauf. Lady Bowser, schön, dass du da bist. Big Master of Disaster. Ich würde gerne anrufen, fragen, wie es so jetzt weitergehen soll. Ja, ich rufe mal. Wie gesagt, die UA ist schwierig gerade. Okay. Nicht erreichbar. Okay, aber ich rufe jetzt mal beim DOA. Weil einige Sachen lassen sich da auch telefonisch regeln. Wenn man den einen oder anderen kennt. Ja. Ja, also bitte, ne? Versuchen Sie es. Ach, was haben die? 991. Ach, hier habe ich es. 913. Ach, belegt. So darf ich Ihren Namen nochmal erfahren. Ich glaube, letztes Mal hatte ich den. Wie war das? Morgan Blacktide. Mr. Blacktide. Ach, stimmt ja. Ach, ja, Sie waren ja auch mal in der großen Behörde. Ja. Ja. Tatsächlich. Was hat Sie eigentlich zum Gehen veranlasst? Gut, ich war mit vielen Dingen, die IPD lief, nicht mehr einverstanden und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mehr unterstützen werde. Was da teilweise geschieht und deswegen bin ich gegangen. Ja, kann ich zustimmen. Ich habe mir das Ganze ja über 2 Jahre angesehen jetzt. Ja, ich weiß. Ja, nachdem ich die... Wissen Sie, was mich am meisten geärgert hat? Was denn? Sie wissen ja um die Problematik mit den Mayhems damals. Da gab es nicht so eine gute Kommunikation, wenn wir es mal so nennen dürfen. Das ist richtig. Als ich wieder in den Norden ging, hatten wir eigentlich eine gute Gelegenheit, dort wieder, naja, ich habe mich mit
Jim, das ist der Inhaber des Yellow Jacks. Gut gestellt, den kannte ich auch ganz gut. Und über ihn zusammen haben wir eigentlich geschafft, wieder mit den Mayhems eine gute Kommunikation hinzubekommen. Und naja, das war alles auf einem guten Wege. Da bin ich 3 Tage nicht da und dann wird einfach so, weil man Bock hat, einfach so eine Razzia rübergeschoben. Ich meine, da gab es ja noch nicht mal einen richtigen Grund, verstehen Sie? Das war das Problem. Und naja, so kann man auch dafür sorgen, dass man dann wieder nur Probleme schafft, statt löst. Naja. Da habe ich auch eine schöne Geschichte für Sie. Eines von vielen Beispielen. Ich habe mich ja tatsächlich damals für das SD beworben, war auch im SD. Ja. Zumindest als ich da war, waren es halt nur Smith, Thorn, dann war am Anfang noch Kowalski, genau, und ich. Brutalo, und dann gab es einen Eingriff in Cindy Shores. Die Mayhems haben da einen Hof oder so. Yep. Und hat dann Hobby-Werkstatt da, keine Ahnung, was auch immer. Da standen die da mit 5 Streifenwagen, alle Cops mit der Knarre in der Hand, da standen 3 von den Mayhems. Wunderbar. Ja. Okay. So, dann habe ich die angefunkt, die Einsätze, so, jo, soll ich dazukommen? Ich kann ja vielleicht vermitteln. Weil die halt auf die Leute, die anders reagieren als aus dem PD. Das ist einfach Fakt. Ja, das ist richtig. Ob das jetzt sinnig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ist halt einfach so. So. Dann bin ich dahin gefahren, wollte vermitteln und dann hat mich die Einsatzleitung da weggeschickt mit den Worten, entweder ich soll eine Knarre ziehen oder einfach den Einsatzort verlassen. Tja. Hier stehen 8 Cops schon mit der scharfen Waffe in der Hand. Und die haben nichts getan zu diesem Zeitpunkt. Nichts. Ja, das. Lass mich doch mit denen reden. Ja. Aber gut, ne? Und dafür wurde ich dann erstmal eine Woche suspendiert. Sie wurden suspendiert deswegen? Ja, weil ich die Waffe nicht gezogen habe und von der Einsatzleitung weggeschickt wurde. Da hieß ja, der Wortwahl des Chiefs. Und der Einzige, der dazu gesehen hat, ich hätte ja meine Kollegen im Stich gelassen. Wo ich sage, ich habe die Anweisung für die Einsatzleitung bekommen, zu gehen. Also, das ist ja lächerlich. Kann man mir halt nicht die Schuld dafür geben, aber gut. Okay. Und dann ging das irgendwann so weiter. Dann gab es ja irgendwann Stress, weil Smith ja angeblich keine Ahnung was gemacht hat. Ja, es hat halt gesmüffelt, wie immer. Ja. Also charakterlich. Ja, nehmen Sie es mir nicht übel, Mr. Beckheit, aber ich kann ihn da schon ein bisschen einschätzen in der Vergangenheit, aber. Naja, diese Geschichten behalte ich für mich im Nachhinein. Hilft keinen, wenn man irgendwelche Sachen hochwärmt. Ich hatte nie ein Problem mit Smith. So, ich habe mich gut mit ihm verstanden. Ich weiß nicht, ob der irgendwas gemacht hat, aber es gab nie irgendwelche Beweise. Es gab auch nie eine Anklage, dass er irgendwas gemacht hätte. Es gab gar nichts. Aber er wurde dann mehr oder weniger rausgeschmissen. Dann Frau Thorn, die eine gute Freundin von mir ist, ist dann gegangen, weil jeder ihr misstraut hat, nur weil sie mit Smith zusammen war. Ist das bescheuert. Dann wurde ich auch ins PD versetzt, weil ich steckte ja mit denen unter einer Decke, wo ich mir denke, hey, keine Ahnung, worum es ging. Ich wusste von gar nichts und der Chief hat auf mich eingeredet, ich würde ja alles wissen und ich wusste einfach gar nicht, worum es geht. Aber anscheinend hatte ich irgendwem was aus, keine Ahnung. Müsste den Chief fragen, der hat sich da irgendwas überlegt. Und dann war ich halt erstmal wieder im PD und dann hieß auch ursprünglich, ja, wenn das SD wieder neu besetzt wird, komme ich wieder nach oben. Ist natürlich nicht passiert. Mhm. Dann habe ich sehr lange Zeit unter Kowalski das State Prison geleitet. Ja. Und dann kam irgendwann die DTO da und hat alles umgeworfen. Und dann auch die besten Mitarbeiter von uns aus dem State Prison entlassen. Ja. Weil angeblich was gesagt wurde von jemandem, was nie bestätigt wurde. Oh, keine Beweise, ne? Hieß wieder, ja, der ist höchst kriminell, da gab keine Beweise, keine Anklage, kein gar nichts. Und dann habe ich noch erfahren, dass mir als Leitung extra Informationen diesbezüglich vorenthalten wurde über meine eigenen Wärter. Ach, du meine Güte. Ich habe gesagt, nee, Blackfeld sagen wir nichts, weil der ist ja mit dem befreundet. Okay. Wo ich mir so dachte, das ist halt Blödsinn, ich war deren Vorgesetzter und ich habe über ein halbes Jahr mit denen zusammengearbeitet, aber. Also alles im allem ein Riesenkindergarten, der nichts mit anderen beschäftigt ist, als mit irgendwelchen Gerüchten sich gegenseitig aufzuwiegeln. Ja, das ist alles ziemlicher Bullshit gewesen und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, so, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ah, kann ich nachvollziehen, ging mir jetzt nicht mehr anders. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, früher haben wir so auch was, die ganze, also wissen Sie was, mittlerweile ist das so ein bürokratischer Haufen geworden.
Also ich meine, wir hatten ja früher auch schon einiges an Schriftkram. Das gehört dazu. Aktenpflege ist nun mal so. Früher war es aber auch alles ein bisschen einfacher. Es gab das Aktensystem und jeder hatte Zugriff auf die Akten. Und dann hat man da seinen Teil reingeschrieben, wenn es so war. Wenn irgendwas nicht ganz koscher war, konnte man nachvollziehen, wer rumgesaut hat. Und dann konnte man den sanktionieren. Thema erledigt. Ja, und dann muss hier und da ständig eine Entwicklung hier sein. Und da muss was erneuert werden. Hier muss was erneuert werden. Ach, ich weiß auch nicht. Also mittlerweile muss ich sagen, auch so die ganze alte Belegschaft, die ich noch kannte, war auch nicht mehr so präsent da. Und diese Fluktuation in dieser Geschwindigkeit, wie wir sie in den letzten Monaten hatten, da habe ich gegen Windmühlen gekämpft. Ich meine, ich habe meine Prinzipien, die ich habe auch gerne ausgebildet. Und ich habe immer versucht, das Beste weiterzugeben. Aber irgendwann, naja, wissen Sie, so alt bin ich zwar nicht, aber man hat sich irgendwie zu alt für den Scheiß im Endeffekt dann gefühlt. Und irgendwie habe ich mir gedacht, so, auch privat mit Ari, nee, ich wollte mir das nicht mehr antun. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, bis Mitternacht oder bis spät in die Nacht ständig Ari irgendwelche Termine abzusagen, weil ich erstens mal nicht nach Hause kann, weil ich wieder irgendwo unterwegs bin. Und zum anderen, dass ich ständig mit Angst leben muss, dass ich wieder schwer verletzt nach Hause komme. Oder ins AMD eingeliefert werde. Tja, alles in allem, den Kindergarten verlassen. Tja, mittlerweile bekomme ich ja schon mit, wie die arbeiten. Also es ist schon vogelwild. Ja, also nicht alle, aber... Wenn ich aus dem Safe Prison auch raus bin, sind da schon drei Leute abgehauen. Also bei den Chain-Gigs und so, ich weiß auch nicht, was sie da alle machen. Das ist, also können Sie sich nicht vorstellen, was da teilweise abgeht. Was ich auch höre noch von ehemaligen Kollegen, das ist unfassbar. Und ich denke mir so, ja gut, das PD weiß halt am besten, wie es auch die guten Leute vergrault. So. Ja, das ist richtig. Das wissen sie also gut. Also alle, die nicht sich sehr tief bücken können für gewisse Personen und gleichzeitig auch das Maul halten und einfach alle bei einem Ja und Amen sagen, die bleiben und alle anderen, die eine eigene Meinung haben, die gehen halt irgendwann. Das habe ich ja am Anfang vielleicht so ein bisschen gemacht, aber irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Ja. Naja. Ich hab halt bis zu dem Zeitpunkt, wo der Chief mir irgendwas vollkommen Unverhältnismäßiges vorgeworfen hat, auch immer hinter dem gestanden. Ich habe den auch immer vor Bekannten und so also verteidigt. Es hieß ja, der ist doch voll doof und so. Und ich sag so, ja, der macht halt seinen Job. So, aber dann irgendwann fing er an, dass aus dem heiteren Himmel, nur weil ich mich mit Frau Thorn gut verstanden habe, zu sagen, ich hätte mit denen irgendwie unter einer Decke für irgendeinen Komplott gesteckt, so wo ich mir denke, hey, also. Oh je. Vollkommen aus der Luft gegriffen. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ach, wissen Sie, der Chief an und für sich, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich hatte auch meine Differenzen mit ihm, aber so ansonsten lasse ich dann eigentlich im Normalfall auch trotzdem immer noch nicht zu mir drüber kommen. Aber, naja. Er ist halt sehr individuell. Das ist nun halt so. Wollen Sie wissen, was damals passiert ist, als ich ihm den Sheriff-Stern in dem Schreibtisch gerappt habe? Nein. Ich versuche mich kurz zu halten. Wir hatten eine Gefangeneüberführung. Der wurde per Staatsanwalt wurde eine Untersuchungshaft auf 24 Stunden ausgeweitet. Er wurde dann entsprechend in State Prison eingeliefert. Da waren ja damals wir verantwortlich vom Sheriff's Department in Sandy Shores. Und dort war ich dann mit einem Kollegen, fällt mir der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall habe ich ihm das eben dann gezeigt. So, also er wurde in meine Obhut übergeben. In dem Fall, weil ich hatte ja auch das State Prison unter mir. Und, naja, wie Sie sicherlich noch wissen, wann hat man jemanden in, oder wie lange hält man jemanden in Untersuchungshaft? Wissen Sie das noch? Wie bitte nochmal kurz? Wissen Sie noch, wie lange man jemanden in Untersuchungshaft festhalten kann? Ja, kommt drauf an, ob da schon die Staatsanwaltschaft mitfuscht und das auch verlängert, das geht ja auch, aber ansonsten... Ja, aber auch selbst wenn die Staatsanwaltschaft es verlängert, ich meine, das ist ja nur die Verlängerung der U-Haft, ja, aber die U-Haft darf nur gehalten werden, wie lange? Oder bis zu einem welchen Punkt? Bis dann waren das nochmal, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Naja, Sie müssen sie identifizieren können, es ist vielleicht noch eine fehlende Aussage zu irgendeinem Sachverhalt da. Ja, und das waren die Probleme. Man konnte ihn noch nicht identifizieren und es gab noch einen fehlenden Sachverhalt, eine fehlende Aussage zu einem bestimmten Ereignis. Dieser Typ hatte damals Carson vor dem PD niedergestochen, hinterrücks. So. Er hat dann halt sogar eine Aussage gemacht. Nachdem ich im State Prison dann mit ihm gesprochen habe, war er bereit, eine Aussage zu machen. Ich habe die entsprechend aufgenommen. Punkt 1 abgehakt.
Ich konnte ihn identifizieren, da er mir schon persönlich auch bekannt war, dann nicht das erste Mal drin war. Und auch weiterhin konnte er dann später noch durch seine Anwältin auch identifiziert werden und die konnten das auch bestätigen. Damit war die Identitätsprüfung auch hinfällig. Ich hatte damit also weiterhin gesetzlich keinerlei Grundlagen mehr, ihn in Untersuchungshaft zu halten. Tja, hätte ich ihn weiter wahlbehalten, wäre ich der Freiheitsberaubung schuldig gewesen. Und bei Freiheitsberaubung fangen wir gar nicht mit Geldstrafen an, beziehungsweise sind Geldstrafen dabei, aber es sind auch sofort Haftstrafen dabei. Sofort Haftstrafen dabei sind, kann man die Uniform ausziehen. So, also wäre eine Option vielleicht noch gewesen, Das ist richtig. zu sagen, okay, ich nehme eine Präventivhaft vor. Leider Gottes war aber auch von der Staatsanwaltschaft keiner erreichbar damals. Und eine Präventivhaft gibt maximal, jetzt so hoch, das ist jetzt schon eine Weile her, ich meine 30 Minuten, 3 Stunden, wie lange waren das? Zwei, eine Stunde, ich weiß es nicht mehr, 2 Stunden, ich habe es nicht mehr, wir müssen nachgucken jetzt. Nee, ich hätte jetzt auch, ich glaube, das war auch irgendwas mit 30 Minuten im Ich habe Kopf. 30 Minuten irgendwie sowas. Ja, okay, aber je länger wäre es auch nicht gegangen. Jedenfalls hatte er mich aber zu diesem Zeitpunkt und in dieser Situation war ich aber auch, obwohl er natürlich einen Officer, einen Kollegen angegangen hat, ja, keine Frage. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich überzeugt. Er hat mir die Geschichte glaubhaft erzählt und glaubhaft rübergebracht und ich war überzeugt davon, dass keine weitere Gefahr erstmal von ihm ausgeht. Also, da ich auch keine Gründe mehr hatte, ihn gesetzlich in Untersuchung dazu behalten, habe ich ihn dann rausgelassen. Entsprechend, ja. Das wurde mir am nächsten Tag dann zur Last gelegt, dass ich, wie hätte ich den rauslassen können, ich hätte die 24 Stunden halten müssen. Naja, und dann war das ein ewiges Hin und Her und Gespräch. Man hatte dann meine Integrität angezweifelt. Ja, weil es kann ja nicht sein, es ist ja ein Kollege, der ist war Carson, der Assistant Chief. Und dann sage ich, es ist doch völlig scheißegal, wer das ist. Jeder Bürger dieser Stadt, vor diesem Gesetz sind wir alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Polizisten oder einem normalen Bürger. Ja, und dann ging es erstmal richtig los. Tja, auf jeden Fall hatte man mir die Integrität abgesprochen, das Vertrauen abgesprochen. Ja, dann wollte man mich irgendwie. Das Dumme war ja auch, dass Carsten bei diesem Gespräch dann mit dabei war, als betroffene Person, als Opfer. Das war sowieso schon der absolute Fehler. Naja, das war eine Riesendiskussion. Ich glaube, da kriege ich heute noch Kopfweh davon, wenn ich dran denke. Naja, alles in allem. Wollte Glaube ich man. gerne. Jedenfalls wollte man mich dann eben, naja, man wollte mich wieder ins PD holen und erstmal hier, ah, ich muss mal wieder hier klarkommen und bla 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 bla. Ja, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Oder solchen Umständen, oh naja, da kamen ja noch ein paar Sprüche auch vom Chief, also so in Richtung, naja, wenn da sowas in Kollegen hier passiert, dann würde er denen in die Fresse schießen und solche Dinge. Und wissen Sie, wenn solche Sprüche kommen von jemandem, ich meine, wissen Sie, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Und dann kommen solche Sprüche von einem Chief, der ein Vorbild sein soll. Er würde jemanden in die Fresse schießen, einfach so als Rachegelüste oder wie? Naja, jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass eine weitere Arbeitsbeziehung unter diesen Umständen dann nicht mehr gerechtfertigt ist. Und naja, so viel, deswegen habe ich hab meine Prinzipien und meine Moralen und deswegen habe ich gesagt, alles klar, dann habe ich ihn den Stern in seinem Schreibtisch gerammt und habe die Behörde verlassen. Nach einiger Zeit habe ich dann irgendwann gedacht, okay, blaues Blut fließt in mir, das ist nicht so einfach abzuschütteln und dann wollte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ja, dann habe ich nochmal am nächsten Tag gekündigt, weil ich festgestellt habe, ey, dieser Geist, ich hatte von einem Geist des LSPDs gesprochen. Das war so ähnlich wie die Situation, die wir gerade besprochen haben. Es ist nicht mehr das LSPD, was es mal war, mit der Qualität, mit den Leuten. Naja, jedenfalls habe ich dann nochmal gekündigt. Naja. Und dann habe ich eine ganze Weile im OP gearbeitet. Und dann habe ich nochmal, ich hatte mit dem Chief ein langes Gespräch und dann habe ich nochmal angefangen. Er dachte dann zumindest, es gab die kleine Auflage, dass ich nochmal als Rekrut anfange, damit ich mich beweise und ihm beweise, dass ich es ernst meine mit dem LSPD. Das war schon echt hart zum Schlucken, muss ich sagen. In dem Rahmen haben wir uns kennengelernt. Irgendwann. Genau. Ja. Tja, wissen Sie, das war schon eine harte Nummer. Naja, wie dem auch sei. Das haben wir ja dann durchgezogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Naja, und jedenfalls, ja, das Endergebnis war ja dann, gut, ich habe es durchgezogen, aber das Endergebnis kennen Sie. Es ist einfach, tja. Ja, Sie das haben sich selbst, also meiner Meinung nach, haben Sie sich selbst mittlerweile kaputt gemacht. sich also Und ich wird will man auf davon jeden Fall reden, kein man ist Teil mehr ja dieses Systems sein.
Ja, dann heißt es immer, wir sind eine Familie, wir stehen zueinander so, und dann sind es immer die Kollegen, die haben das Messer in den Rücken genommen. Das ist Ganz immer so, genau. Das ist keine ja, Familie. scheinheilig irgendwie. Ganz genau. Naja. So, das war jetzt eine Kurzfassung der Geschichte. Ja. Bin ich auf dem neuesten Stand. Ja. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich wollte gerade dabei und wollte nochmal im Duell anrufen. Ja, das ist auch ein Thema, Larry. Heute Ich kenne den hat. einen oder anderen. Warten Sie kurz. Ja, die haben heute dicht gemacht bis Ja, Dienstag. habe ich schon gehört. Deswegen rufe ich ja jemand Bestimmten an. Ja, die aber nicht erreichbar sind. Scheiße. Ah, verdammt. Tja, okay, dann eben nicht. Aber macht nichts. Ich bin motiviert und sofern es irgendwie Dinge gibt, bei denen ich unterstützen kann oder möglicherweise Dinge da sind, die ich mir möglicherweise auch zeigen lassen kann, die es sich lohnt, dann mache ich das. Ich brauche keine Bezahlung dafür. Naja, also wir würden das natürlich jetzt gerne trotzdem offiziell machen, ja. Also ich werde jetzt den Arbeitsvertrag verschicken. Okay, den kann ich natürlich auch gegenzeichnen, kein Problem. Genau, da würde ich drum bitten. Und die, ich sag mal, die Anmeldung an sich, die kann ja schriftlich erfolgen. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt unabhängig davon. Genau. Dann wäre es nur notwendig, dass du da noch ein, zwei Angaben dann bitte ergänzen würdest, bevor du das zurückschickst. Ja, sehr gerne, kann ich machen. Und gut, ich kenne jetzt nicht den Arbeitsvertrag vom LSPD oder vom Sheriff Department, aber wundere dich nicht, der Vertrag ist relativ lang. Ah, das macht nichts. Ich bin ein geübter Leser. Akten und so. Das ist doch gut. Also, dann hast du jetzt den Arbeitsvertrag Okay. und dann würde ich noch die Nutzungsvereinbarung für unsere Dienstwagen zuschicken. In Ordnung, okay. Ja, dann würde ich mir auch, dann setze ich mich gerade dann mal gemütlich hin und lese mir das mal gefixt durch. Ja, sehr gerne, ja. Okay. Ansonsten, ach so, ja, eine Frage. Ich meine, ich weiß, wäre denn dieser Kleidungsstil noch, ist der recht? So fühle ich Ja, mich recht wohl und ich hoffe, dass es trotzdem die Seriosität auch rüberkommt, die rüberkommen soll. Wer fragt, also kriegt ich, Antworten. wir haben in dem Sinne keine, wie sagt man, keine offizielle Dienstkleidung, keinen Ja. speziellen Dresscode. Ich finde, das ist jetzt nichts, was unförmlich wirkt oder dergleichen. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Wow. Naja, wissen Sie, das Problem ist, ich trage seitdem ich 11 Jahre alt bin, Cowboy-Stiefel. Das formt die, naja, ab und zu bis auf dann natürlich noch die Arbeitsschuhe damals im LSPD oder im Sheriff Department. Aber das gibt eine gewisse Form an den Füßen. Und diese Anzugsschuhe, die sind wie auch hier, die sind so spitz zu laufend. Ich habe da so Plattfüße, da kriege ich echt schlimme Blasen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das so machen können. Ja, also deswegen auch selbst wenn du mal irgendwie, also es sollte halt trotzdem irgendwo schick sein, Aber also natürlich, das ist selbstverständlich. Also so ein gepflegt. schönes Hemd, eine schöne Weste dazu. Da fühle ich mich wohl. Ein Hemd ziehe ich gerne an. Ja. Also Natürlich nehme ich ich auch denke die da. Sonnenbrille ab, wenn ich mit Kunden spreche. Keine Sorge. Ja, also das, gut, jetzt zum Beispiel bei manchen Objekten ist das ja nicht schlecht. Je nach Tageszeit ist das ja kein Problem, aber das ist jetzt, ich denke, ich glaube, das ist eine Sache, da achten die Kunden eher auf das Gesamtbild und die Besichtigung an sich. Ja. Okay, Tom, dann schaue ich mir das jetzt mal an. Ich bin gespannt. Ja, und wenn du Fragen hast, dann frag gerne, ja? Okay, mache ich. Bist du noch hier oder bist du noch unterwegs?
Nee, also ich würde gleich einmal kurz mit morgen noch ein paar Dinge für die nächsten Tage besprechen wollen. Okay. Aber ich bin jetzt erstmal hier bis zum Feierabend, so wie ich das jetzt übersehen kann. Okay, dann setze ich mich mal hin. Genau. Okay, achso, und wenn du Essen und Trinken brauchst, kannst du natürlich jetzt bei uns auch hier dich in der Küche bedienen. Ja. Ja, also. Oh, okay. Wow, ist ja richtig schick hier. Aha. Genau, und dann würde ich mich um die ganzen Dinge dann kümmern, wenn du unterschrieben hast. Ja, in Ordnung. Okay. Ja, dann mach ich es mir gemütlich. Dankeschön. Das ist toll. Ich freue mich. Ich bin echt motiviert. Ja, das ist gut. Dann. Ja. Komm in Ruhe an. Ja, ich setze mich darüber auf die Couch. Okay. Alles klar. Morgen. Dann. Ja! Ist so geil. So, dann lesen wir uns mal den Vertrag durch. Da ist er. Alter, ist das eine Länge. Oh, Alter, ist das eine Länge. Ach du Scheiße. Okay, also. Komm, jetzt gibt's mal ein bisschen Paragraphenreiter, okay? Also, Arbeitsvertrag zwischen Dynasty 8, Wohnen mit Stil, Konto mal blablabla, vertreten durch Tom Edwards. Ach, jetzt weiß ich endlich den Nachnamen wieder. Edwards. Puh, Tom Edwards. Muss man gleich aufschreiben. Geboren am. Ah, das müssen wir gleich beim Antwort machen. Das müssen wir angeben, Kontonummer auch angeben, nachfolgende Arbeitnehmer genannt. Wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen. Das Arbeitsverhältnis wird nicht auf einen gewissen Zeitraum beschränkt, geltend ist es ab dem 23.06.22. Beendigung. Ein Rücktritt vom oder eine Kündigung des Arbeitsvertrags vor Aufnahme der Tätigkeit ist ausgeschlossen. Vor Aufnahme der Tätigkeit. Achso, ja, okay, man muss es ganz kurz mal antreten und dann auch kann man auch wieder rausgeschmissen werden, so. Dieses Arbeitsfeld kann jederzeit fristlos gekündigt werden. Die erste Woche gilt als Probezeit. Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist gilt sowohl zugunsten des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Gut. Der Arbeitnehmer wird als Immobilienkaufmann, Kauffrau, Azubi beschäftigt. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft im Interesse des Unternehmens auszuführen. Er verpflichtet sich, auch andere zumutbare Arbeiten auszuführen, auch an einem anderen Ort, unter anderem eine weitere Division, die seinen Vorkenntnissen und Fähigkeiten entspricht und kann mit einer Lohnanpassung verbunden sein. Das Recht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer andere Arbeiten zu übertragen, wird auch durch eine langwährende Tätigkeit am selben Arbeitsplatz bzw. Arbeitsort nicht eingeschränkt. Der Arbeitgeber verpflichtet sich bei Einstellung neuer Arbeitnehmer, diese in ihre Tätigkeit entsprechend zu schulen bzw. die benötigte Ausbildung zu gewährleisten. Der Arbeitnehmer erhält einen Stundenlohn von $60. Bei möglichen zusätzlichen Zahlungen seitens des Arbeitgebers handelt es sich stets um freiwillige Leistungen. Hierbei gelten die Reglementierungen der Gewerbeordnung des Staates San Andreas. Auch die wiederholte vorbehaltlose Zahlung begründet keinen Rechtsanspruch auf Leistungsgewährung. Für die Zukunft. Bei Zeiten, in denen das Arbeitsfeld ruht, besteht kein Anspruch auf Arbeitsentgelt. So, jetzt habe ich hier schon mal eine Frage. Es ist $60 festgelegt. Es steht im Vertrag nirgendwo was drin, dass mit Aufstieg, so eine Staffelung oder irgendwie dergleichen, da müsste ja quasi wieder jedes Mal ein neuer Arbeitsvertrag geschrieben werden, oder? Also sind da stets freiwillige Leistungen oder ist es bei möglichen zusätzlichen Zahlungen seitens des Arbeitgebers? Freiwillige Zahlung, ist der Bonus immer freiwillig? Das ist eine gute Frage, ne? Okay, das merken wir uns vor. Regelmäßige Arbeitszeiten sind festgelegt. Der Arbeitsbeginn sowie Ende muss immer eine vorgesehene Stempeluhr ein- und ausgestempelt werden. Blablabla. Im Falle eines Täuschungsversuchs der vereinbarten Tätigkeiten durch Vortäuschen von geleisteten Arbeitszeiten oder Fälschung derer behält sich Arbeitgeber das entsprechende Recht vor unrechtmäßig, aber um Gehaltszahlung vollständig einzufordern. Durch einen Verstoß der Betroffenen kann der Arbeitgeber einen Vertrauensschaden in Höhe von $4.000 einfordern. So nennt man das heutzutage. Ein Vertrauensschaden in Dollar. Okay, alles klar.
Sehr gut. Eine Arbeitsverhinderung aufgrund von Krankheit ist ein Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ebenso ein Arbeitgeber längere Abwesenheit länger als 3 Tage oder Urlaub oder schriftlich zu informieren. Okay, das ist eigentlich so wie überall hier, also beim RP. Zuwiderhandlung stellt einen außerirdischen Kündigungsgrund dar. Gut. Nebentätigkeiten sind grundsätzlich erlaubt, wenn diese vor Antritt beim Arbeitgeber angemeldet werden. Konkurrierende Nebentätigkeiten sind nicht erlaubt. Gut, also alles Taxi muss ich zumindest anmelden. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich. Verschwiegenheitspflicht. Ja. Betriebsblabla, Stillschweigen außerdem, blabla. Verpflichtet Arbeitnehmer. Also interner Nichteinhaltung, fristlos gekündigt, Vertragsstrafe, bla. Zuwider. Alles klar. Wohlfahrtspflicht. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich während der Dauer des Arbeitsverhältnisses in und außer Dienst durch seine Handlung und Äußerung der Achtung und dem Vertrauen gerecht zu werden, die sein Anstellungsverhältnis verlangen. Insbesondere verpflichtet sich der Arbeitnehmer während der Dauer des Dienstverhältnisses in und außer Dienst keine Straftaten zu begehen, zu ermöglichen oder andere zu ihrer Durchführung zu bestimmen. Wird er als beschuldigt in einem Strafverfahren geführt, hat er dies dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Bei grob fahrlässigem Verhalten seitens des Arbeitnehmers während seines Dienstes haftet dieser für den dadurch entstandenen Schaden vollumfänglich. Bumm. Vertragsstrafe. Der Diebstahl von Firmeneigentum bis zu 10.000. Außerordentliche Kündigung, genau. 10.000 Schadensersatz, bla bla bla. Einnahmen des Unternehmens werden vom Kunden bis zum vereinbarten Betrag bar bezahlt, müssen vollständig an die dafür verantwortlich vorgesetzte Person übergeben werden. Die Unterschlagung, außerordentliche Kündigung, 10.000. Bumm. Fahren sämtlicher Firmenbank zu privaten Zwecken, Verleihung respektive Überlassung, Firmenwagen, Dritte, Tanken, bla bla, außerordentliche Kündigung, führen Arbeitnehmer, Vertragsstrafe 5.000 bezahlen. Alles klar. Schadensersatz und bei dem unberührt. Arbeitnehmer verpflichtet sich die Verkehr, Sorgfalt, STVO, bla 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 bla, haftet der Arbeitnehmer. Im Falle eines verschuldeten Schadensfalls, Abschleppung, bla, Kosten selber tragen, ja, ja, ja. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dass er zu keinem Zeitpunkt einen Zweitschlüssel eines, der sich im Besitz anfertigen lässt. Bei Verstoß, außerordentliche Kündigung, Schadensersatzansprüche 5.000. Dem Arbeitgeber steht es frei, den Arbeitnehmer von der Arbeit freizustellen. Die Freistellung dient zum Schutz der Interessen des Unternehmens, kann vom Arbeitgeber unter den folgenden Bedingungen ausgesprochen werden. Wird der Arbeitnehmer straffällig, respektive als beschuldigt, ein Strafverfahren geführt, so kann der Arbeitgeber diesen von der Arbeit freistellen. Ebenso besteht das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Das ist aber krass. Als Beschuldigter besteht das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Das ist mal ein bisschen scheiße. Ja, das muss man irgendwie genauer formulieren. Das ist schon hart, oder? 3 € Spende, Howdy. Hey, Liz, dankeschön für 3 € für die Donation. Vielen Dank, Howdy, Lady, dankeschön. Ihr seid der Hammer, dankeschön. Und El Brutalo, vielen Dank nochmal, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Gift-Subs, hier sehe ich. Chaser hat einen bekommen von dir, Miss Sunshine Girl hat einen bekommen und Lady Bowser hat noch einen Gift-Sub von dir bekommen. Vielen, vielen Dank für deinen Support, Mensch. El Brutalo, vielen Dank. Frau Birne, danke für 18 Monate mittlerweile und Andy. Dankeschön für dein Prime-Sub. Super lieb von dir. Ein Vertrauensbonus. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Genieß den Stream. Wenn ich jetzt nicht alle schon begrüßt habe bis jetzt, seid mir nicht böse. So. All-Star Tobi, da hast du recht. Ja, Ari die Larry eingekleidet. Ja, mitunter stimmt. 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 Boah. Niemals würde ich das verkaufen. Sehr cool. So, also. Krankheit, Notfällen, bla bla bla, Arbeit freistellen. Teil des Vertrages, 8.000, bla. Zeitpunkt, Zweitschlüssel, Besitz des Fahrzeugs, das haben wir doch schon. Alles klar. Anfechtung. Vertragsverschuldung, 2 Wochen Anspruch zu gelten. Wie macht dein Vertragspartner vereinbar Meinungsverständnis vor Anruf eines Richters, gütliche Einigung anzustreben? Ja, Gerichtsstand, Nebenabreden, Bedürfnis der Schriftform, müssen unter Beiziehung Einverständnis geschlossen werden. Dies gilt auch für Aufhebung der Schriftform selbst. Vorhandene Nebenreden, keine. Aha. Arbeitsmaterial. Der Arbeitnehmer hält Ausrüstung bestehend aus Spind, Zugriff, Schlüsselkarten, Fahrzeugschlüssel, Zugangskarten für die Räumlichkeiten vom Arbeitgeber. Die Ausrüstung bleibt Eigentum des letzten haben wir unaufgefördert. Geschieht dies nicht, Zahlung 1000. Es gibt immer lauter Vertragsstrafen hier. Ja, für diese Tätigkeiten, der im anvertrauten Zustand polizeilich führt, eine Person einzuholen. Alles klar. Dieses Zeugnis muss mindestens als eine Ausfertigung an Arbeitgeber übermitteln. Er versichert mit Unterschrift des Arbeitsvertrags, dass er keinerlei relevanten Einträge habe ich nicht. Blablabla, bla, bla. Sonderkündigungsrecht, Täuschungsversuch, blablabla. Bla. Ja, also da geht es nur darum, falls mal sich was Preisgestaltung. Die Preisgestaltung, die vom Arbeitnehmer im Auftrag Arbeitgebers verkauften Güter obliegt, einzig allein der Arbeitgeber ist, vom Arbeitnehmer vorbehaltlos einzuhalten und umzusetzen. Eine unabgesprochene Abweichung von der
vorgegebenen Preisgestaltung, zum Beispiel in Form von eigenmächtig eingeräumten Rabatten, ist dem Arbeitnehmer untersagt. Ein Verstoß gegen Absatz 1 kann mit betrieblichen Sanktionen bis zur ausdrücklichen Kündigung geahndet werden. Weitere Schadensersatz entstanden Rechtswege da. Suspendierung steht frei, den Arbeitnehmer temporär zu suspendieren. Ja, freistellen, suspendieren. Die Dauer der Suspendierung kommt bis zur Klärung. Salvatorische Klausel. Ja, da haben sich immer schon Mühe gegeben hier, ne, für die Verträge hier. Ja. Alles klar. So, alles klar bei euch? Das war doch gut, oder? Damit ihr euch auch nicht so, sag mal, in dem Sinne auch, ja. Also ganz ehrlich, Miss Miep, sowas wird natürlich auch gerne kopiert, ne? Also ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja allgemeine Arbeitsverträge, die Form schon, also die, sag ich mal, den Grobtext schon angeben und den ändert man dann einfach ein bisschen ab, ne? Und, aber es gibt zur Unterstützung natürlich auch schon hier vorhandene Verträge für das RP, für Spiel, sag ich mal, da kann man ja dann, also kann man untereinander, kann man da ja auch so ein bisschen was dealen, sag ich mal, ne? Dass man, hey, schick mir mal so eine Form oder was, hast du mal was? Das kann man schon machen. Aber ja, natürlich, irgendwer hat es mal geschrieben, das ist richtig. Also generell gibt es halt hier echt eine Menge Sachen. Aber bei solchen Rechtsgeschichten, da hängt man sich gerne an Muster, die man also erstmal so überall sieht. Warum soll man sich, man muss hier nicht die Arbeit wirklich komplett neu, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Dass bei uns eine Mindestmietdauer von 6 Wochen gilt. So. Ich hoffe, ich störe gerade. Oder sprecht erstmal. Ich wollte nicht stören. Oder also reinplatzen. Ich glaube nicht, dass du störst, oder morgen? Nö, alles gut. Ah, okay. Ja. Ist denn soweit erstmal alles für dich klar? Mit mir? Mit Larry. So. Oh, ich habe da gerade noch mal überlegt an einem Satz. Zwei Fragen habe ich. Die Vergütung ist festgelegt gemäß diesem Vertrag. Also die freiwilligen zusätzlichen Zahlungen beinhaltet es dann auch, so jetzt je nachdem, wenn man dann entsprechend Qualifikationen vorlegen kann, sich weiterbildet und entsprechend dann auch eine bessere Bezahlung möglicherweise erwartet. Ist das damit gemeint? Oder muss dann jedes Mal das nochmal neu festgesetzt werden? Nee, also andersrum. Du unterschreibst nicht jedes Mal, wenn du befördert wirst, einen neuen Arbeitsvertrag. Ja. Also alle Dinge, die darüber hinausgehen, die werden dann on top gezahlt. Also das ist quasi immer eine Ergänzung dazu. Die tatsächlichen Ränge an sich, die sind sozusagen in unserem Verwaltungssystem hinterlegt. Ja, okay. Ich habe nur gefragt, weil der Vertrag, so sage ich mal, der nagelt das eben auf den Betrag fest. Und dann gibt es eben einen toten Absatz, dann die zusätzlichen freiwilligen Zahlungen und darunter fallen dann quasi auch diese, ich nenne es jetzt Bonus, dann für die Ränge. Ja, also das sind quasi, wie erkläre ich das jetzt? Das wäre sonst eine, aus anderen Unternehmen kennt man das ja, das sind vielleicht einfach zu fassen Vergütungsvereinbarungen. Ne? Also da wird jemand einklassiert in eine Gehaltsstufe sozusagen und da gibt es dann Aufstiegsstufen, die quasi Extrazahlung auf den Grundbetrag wären. Also ja, ich wäre zum Beispiel Azubi ist ja die Einstiegsstufe bei uns. Genau. Dann würde als nächstes Immobilienkaufmann kommen. Dann gibt es den Immobilienkaufmann Senior. Dann kommt an sich der Bereichsleiter und gleich zu sehen auch Bereichsleiter Immobilienverwaltung. Okay. Und da gibt es dann natürlich immer verschiedene Abstufungen mit den Gehaltszahlungen. Und die sind dann immer
da quasi drauf aufbauend, auf diesen $60 plus das, was da halt on top drauf kommt. Ja, verstehe, okay. Aber es wird natürlich als ein Stundenlohn so dann ausgezahlt sozusagen. Mhm, okay. Ich muss sagen, ja. Muss man ein bisschen nehmen. Das geht schon besser. So, das andere. Moment. Jetzt muss ich das halt wieder raussuchen. Moment, das war... Mhm. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Und zwar, ah, hier ist es. Ah, den Satz finde ich, naja, vielleicht ist er generell etwas, so. Wird der Arbeitnehmer straffällig, respektive als Beschuldigter, in einem Strafverfahren geführt, so kann der Arbeitgeber diesen von der Arbeit freistellen. Ebenso besteht das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Also das ist ja logisch, dass ich meine, den Sinn des Ganzen verstehe ich. Aber ich gehe davon aus, ja, das ist ja so offen gehalten, aber ich gehe davon aus, dass man mit dem gesunden Menschenverstand rangeht. Wenn jetzt hier schon steht Beschuldigter und dann besteht schon ein Recht zur außerordentlichen Kündigung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand als Beschuldigter den einfach schon rausgeschmissen wird, solange die Schuld noch nicht bewiesen ist, richtig? Nein, nein. Also, wie es typischerweise so formuliert ist, und es ist bei diesem Vertragswerk genauso, ist es so, diese Verträge, die sind quasi für den schlimmsten Fall formuliert. Wir sind aber natürlich nicht verpflichtet dazu, jemanden nur alleine, weil er dazu beschuldigt ist. Ah, okay. Oder in dem Verdacht steht, etwas getan zu haben, dass wir den dann auch zwangsläufig rausschmeißen müssen. Das würden wir natürlich erstmal nicht machen, weil... Diva Savit, dann ja, schön, dass du da warst, dankeschön. Howdy, Lady. Unternehmen ist, was ja erstmal grundsätzlich hinter seinen Mitarbeitern steht. Also ja. Warum auch? Wir stellen euch hier an, weil wir davon überzeugt sind, dass ihr bei uns arbeiten wollt, dass ihr ein Teil des Ganzen sein wollt und dass ihr dazu beitragt, dass ihr hier einen Mehrwert in dieses Unternehmen einbringt. Ja, das ist richtig. Und gut, ich habe da sicherlich nochmal einen anderen Blick drauf, weil ich als Rechtsanwalt da immer sehr vorsichtig bin mit solchen Dingen, weil das auch sehr schief gehen kann, wenn jemand V verurteilt. Ja, das ist richtig. Naja gut, nein, aber das, ich habe mir das schon gedacht, aber naja, ich meine zumindest, ich lese mir eben durch, was mir geschickt wird. Das will ich damit sagen. Oder mache ich mir auch meine Gedanken darüber. Ja, das finde ich auch gut, weil, das muss ich auch an der Stelle sagen, es gibt viel zu viele Leute, die Verträge unterschreiben und ihn sich nicht richtig durchlesen. Ja, das, da bin ich nicht der Typ für. Ich hab früher selbst ein Unternehmen geleitet, wie du weißt, und da kann man es sich nicht erlauben, da nachlässig zu sein. Und man wird schneller über den Tisch gezogen, als man glaubt. Ja. Also, zumindest, wenn andere davon Wind bekommen und die falschen Leute dann in Kontakt treten. Ja, das ist sicherlich so. So, na, ansonsten habe ich keine Fragen. Dann Dankeschön. Dann würde ich sagen, dann schicke ich das direkt zurück mit den beiden fehlenden Angaben oben drin. Genau. So. Mhm. Das hast du jetzt an die Dynasty geschickt, ne? Ich unterschreibe gleich noch. Ich trage gerade die Daten an. Ich muss gerade auch nochmal die Kontonummer nochmal prüfen. Ja. Ach, verdammt. So, kleinen Moment.
Also ich werde die auch, also auswendig merke ich mir die auch nicht. So oft braucht man die auch wieder nicht. Moment, habe ich hier. Ich habe sie mir aber endlich mal notiert hier. So, wenn wir weiterleiten gehen, dann bleibt der Text noch stehen. Das ist praktisch. Ach ja, so, Moment. Ach, das ist ja einfach nicht den. Okay, dann machen wir es so. Beantworte ich und ich schicke das einfach an die Adresse zurück, ja? Ja, genau. So, Moment. Prüfe ich noch was. Also ich hab's gleich, keine Sorge. Ja, also du musst dich jetzt nicht stressen oder so. Nö, ich suche gerade noch. Ich hab hier noch einen schönen, richtig schönen Kuli, mit dem ich gleich unterschreibe. Ah, Mann, ich habe irgendwo, hatte ich nämlich, wisst ihr, sorry, ganz kurz. Ich habe nämlich so eine coole Unterschriftengeschichte, aber ich habe die auf dem alten Rechner, glaube ich, noch. Ich muss mal schauen, egal.
Was, also mit wem hast du denn telefoniert? Pegasus Automobile. Ach so, ja, ja, die haben mich auch schon versucht zu erreichen. Ja, habe mir ein neues Auto zulegen, deswegen bin ich gerade am Schauen. Och. Mhm. Ich habe meinen Hustler hier wieder abgegeben. Und jetzt bin ich am Überlegen, was das werden soll. So, ich hab's abgeschickt. Ja? Ah. Yep. Gut, dann gibt es die nächste Packung hinterher. Okay. Die Nutzungsvereinbarung. Also nicht, dass du jetzt denkst, dass bei uns alles so bürokratisch ist. Das ist nur am Anfang so schlimm. Aha, kein Problem. Also was Bürokratie angeht, da... Ja, da habe ich schon einiges kennengelernt, keine Sorge. Ja, aber das sieht doch gut aus. Aber natürlich, Brutalo, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Wen haben wir denn noch? Ich habe doch niemand gelesen. Ares, genau, Audi. Hast du jetzt die Nutzungsvereinbarung für die Fahrzeuge, weil du wirst natürlich dann auch Zugriff auf die Dienstwagen haben. Okay, Nutzungsvereinbarung, okay. Aha. Das ist logisch, okay. Okay. Auch logisch. Ah, okay. Ich hoffe, da kam noch keiner auf die Idee mit diesem Zweitschlüssel. Wow. Naja, es kommen leider Leute auf die verrücktesten Ideen. Ja, das glaube ich. Morgen haben die denn schon Autos da online gestellt, was sie verkaufen oder was? Auf Instagram siehst du deren Angebot. Alles klar. Gut, das hast du jetzt auch zurückgeschickt. Unterschrieben, jawohl, und zurückgeschickt. Sehr gut. Alles klar. Bombilotti, howdy. Schön, dass du da bist. Freut mich. El Brutalo. Ja, gleich mal was trinken. Kato, ebenfalls einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Gut. Ein wunderschön. Die Dennis Yates, weg dein Apparat. Dann, genau, dann. Ach so, ich muss noch was angeben vorher. Ha. Ich habe noch eine Nebenanstellung bei LS Taxi. Aber das ist natürlich jetzt erstmal Priorität hier und ist auch mit LS Taxi. Die wissen auch Bescheid. Ach so. Ja, also entscheidend sind ja vor allen Dingen, konkurrierende Tätigkeiten, ne? Okay. Gut, dann müsste ich jetzt noch ein paar Dinge für dich vorbereiten. Okay. Oh, angestellt nun?
Bist du denn jetzt gestern noch pünktlich zu Ari gekommen? Ja, aber eine Peinlichkeit. Ich habe die ganze Zeit, ich habe Aries SMS falsch gelesen. Ich war, der Termin ist am Sonntag. Und ich bestimmt habe ich euch schon verwirrt, welcher Mitarbeiter um 22 Uhr da wohl parat steht. Naja, der Termin ist um 22 Uhr am Sonntag. Der war nicht gestern. Ah. Ja. Ja gut, das ich muss zugeben, wir haben uns dann noch gefragt, wer jetzt los ist, weil ja, das dachte ich mir. Das hat ich glaube, das macht Steven macht das, glaube ich. Okay. Tja. Nein, aber wie gesagt, hat sich dann alles geklärt, aber trotzdem bin ich natürlich, habe ich ja wie gesehen, soll übrigens schöne Grüße ausrichten. Sie freut sich auch sehr. Ja, das ist doch lieb. Dann kannst du sie auf jeden Fall auch lieb zurückgrüßen. Das mache ich. Geil, oder? So, Leute, da geht's ja hier schon weiter hier. Das Sirael, dankeschön für dein Follow. Willkommen in der Community. Schön, dass du da bist. Dankeschön für dein Follow. Ich freue mich. Stuki, ebenfalls dankeschön für den Follow. Howdy, Ladies and Gentlemen. Alle, die jetzt dabei sind. Erdbeerjoghurt mit Schoki. Dankeschön für 8 Monate mittlerweile. Ladies, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht hier. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Und dann haben wir denn noch hier Roxy Gaming. Howdy. Ebenfalls einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Und so, der Durotan. Dann muss ich mal einmal kurz zum Drucker. Dankeschön. Rüber. Audi. Okay. Der Durotan. Schön, dass du da bist. Neasy Peasy. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls. Und weißt du was? Neasy Peasy. Jetzt hör mal gut zu. Elisabeta, einen wunderschönen guten Abend. Howdy, schön, dass du da bist. Skyline, ebenfalls einen wunderschönen guten Abend. Ach, freut mich jetzt gerade, dass er alles ein bisschen was schreibt, finde ich schön. Nathalie Cola, howdy, schön, dass du dabei bist. Das freut mich. Und Oisto, einen wunderschönen. So, jetzt zuhören, das Lied. So, dann probier doch mal bitte diese Karte aus, ob du die Eingangstür schießen kannst. Oh, okay, ja, das probiere ich. Yep. Gut. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. War ein bisschen zu schnell getippt hier. Gut, das wäre dann jetzt deine Zugangskarte. Yep. Okay. Gut, dann würde ich dir natürlich jetzt die Stempeluhr zeigen. Ah, okay. Also, du bekommst natürlich auch noch einen Spind. Weil wir haben hier zwischen den Spinden auch noch eine Tür, die quasi so ein bisschen, naja, muss ja nicht jeder sehen, wo man sich einstempelt. Ah, okay, ich verstehe. Aber ich finde das sowieso ziemlich cool. Da kann man sich ja mal umziehen, während man auf der anderen Seite am Tisch einen Kaffee schlürft. Das ist auch nicht schlecht. Jein, also das ist nicht die tatsächliche Umkleide. Oh, okay, ist einfach nur so für Taschen, Koffer, Aktenkoffer und so weiter. Ja, also das ist tatsächlich eine Kabine, die ja, die bei den Toiletten angegliedert ist. Das wäre, wenn du jetzt hier durch die Tür da links gehst. Ah. Genau, das wollte ich dir auch noch zeigen. Oh, so, dann lass ich mir natürlich vor. Alter, eine abschließbare Toilette. Wow, ich bin gerade ein bisschen... Ja, eigentlich... Wow,
Ja, ihr spart ja auch nichts. Das ist nicht schlecht in diesem Konzept. Nee, also wir sind auch an sich ja auch gar nicht so wenig Mitarbeiter, ne? Also ja. Wir sind ja auch schon fast 10 Leute. Ja, aber das ist ja Wahnsinn, ja. Oh, Verzeihung. Genau, also wir haben grundsätzlich drei Toiletten und hier hinten ist dann die Umkleide, ne? Also da kannst du... Das ist ja echt toll. Ja, das ist ja wirklich... Hier fehlt ja gar nichts. Ich bin überrascht. Das ist ich muss sagen, auch also positiv und beeindruckt. Ein schöner Raum, hätte ich nicht erwartet. Da steht einfach nur mit einem kleinen Schildchen dezent WC. Und dann kommt man hier in so eine Räumlichkeit. Ja. Wow. Ja. Okay. Ja, ihr sollt euch ja auch wohlfühlen, ne? Also genauso auch wie du mit dem Essen schon gesehen hast, das ist für euch kostenlos, das wird immer nachbestellt von mir und wenn du da auch irgendwelche Essenswünsche hast, das erfüllen wir gerne und das müsste ich dann so wissen. Beim Essen bin ich sehr unkompliziert. Ich esse alles, nur beim Trinken, nur bei den Getränken, aber dann sorge ich schon selber dafür. Wie du sicherlich weißt, naja. Ich liebe Spunk. Aber das kann ich auch selbst. Das habe ich immer dabei. Also zur Not haben wir auch Spunk im Kühlschrank. Was? Wow, das ist ein persönlicher Bonus. Ja. Ja, also der ist ja nicht nur von dir gemocht. Also das muss man schon klar sagen. Spunk mag ja eigentlich auch jeder. Das wird mir jetzt immer sympathischer. Ja. Boxshower 17. Schon geil, oder? Finde ich cool. Jasmine, ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Gut, dann würde ich am liebsten noch schauen, dass wir gleich auch noch den anderen Ausweis für dich, also den Dienstausweis, fertig machen. Wir müssten dich eigentlich noch in die Systeme integrieren, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit du heute hast. Oh, ich habe noch Zeit, kein Problem. Aber je nachdem, also falls du früher weg musst, aber ich habe Zeit, keine Sorge. Okay, dann würde ich das gerade erstmal mit dem Ausweis machen und dann schauen wir gleich mal. Okay, dann machen wir es so. Genau. Wenn ich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen. Ja, also im Moment gerade leider nicht. Okay, dann... Wir könnten gleich fragen, was morgen sonst zu tun hat gleich. Okay. Bis zu dem Punkt, wo ich dir dann den Systemzugang zugeben würde. Okay, naja, dann gehe ich erstmal wieder zu den Stecknadeln. Ja, das kannst du machen. Okay, mach ich. Ja. So Leute, es ist ja lustig. Es ist doch wirklich lustig. Also ich find's cool. Schön. Also schön, dass ihr alle da seid nochmal. Ich möchte euch nochmal alle herzlich begrüßen. Delia, es ist unfassbar. 17 Monate mittlerweile. Krass. Dankeschön. 17 Monate dabei, Delia. Howdy, Lady. Schön, dass du da bist. Und ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Halloween Amsel hat auch noch mal ein Follow da gelassen. War ist schon eine Weile her. Habe ich noch nichts gesagt. Tut mir leid. Ich hoffe, du bist noch da. Vielleicht kriegst du es mit. Beluna, Dankeschön für 14 Monate Resub mittlerweile. Beluna. Boah. Es ist echt krass, wenn man so die Zahlen mittlerweile liest, wie lange ihr da schon dabei seid. Wie lange ihr ja quasi Larry Skinner oder einfach auch mich hier im Stream schon begleitet. Wie lange wir hier oft schon einfach... Ich denke schon, auf coole Sachen und coole Abende hatten. Ja, mega cool. Schön, danke für das. Also danke dafür und danke für euren Support, für einen stetigen Support. Vielen lieben Dank. Ihr macht hier Dinge möglich. Ja, wie zum Beispiel gerade hier neue Hardware. Ja, da kann man das ganze Stream-Setup verbessern. Die Rahmenbedingungen einfach, sag ich mal, verschönern. Ganz, ganz toll. Danke dafür.
Und ihr wisst ja, es ist ja, ihr müsst ja nicht. Das wisst ihr ja. Ich bin kein Berufsstreamer, ja, also ich muss nicht davon leben. Und ich sehe das als Hobby. Und ich finde es einfach nur cool, dass, ja, dass ihr das halt einfach so unterstützt. Und das Coole ist halt einfach, dass man halt dadurch die Möglichkeit hat, sein Hobby so ein bisschen zu refinanzieren. Das ist einfach der, und das ist einfach eine super coole Sache. Also vielen Dank dafür nochmal, okay? Und dann ansonsten, Elisabetha. Howdy. So. Ah, okay. Oh, ich war so vertieft. Ich mag diesen Tisch. Bitte sehr. Oh, danke. Genau. Oh. Also das, der sieht das gut aus. Wir auch. Um uns tatsächlich dann auch ja, offiziell auszuweisen. Ja, richtig. Ja, sonst kann ja jeder kommen und sich irgendwie als Mitarbeiter oder Makler ausgeben. Ja, also das ist tatsächlich auch immer, naja, schon angeraten, dass man den auch immer mit hat. Ja, okay. Also, ja gut, okay. Den kann man ja auch sperren, wenn es mal dann, nicht, falls mit der mal geklaut werden sollte oder ich ja. den verliere, dann melde ich natürlich. Genau, das geht, aber ich meine, dass du jetzt nicht auf Termine fährst und den vergessen hast, dann hol ihn lieber noch und fahr dann hin, als dass du ihn nicht dabei hast. Um Gottes Willen, ja, nee, diese Peinlichkeit, das wollen wir ja nicht haben, sowas. Okay. Ja. Wow. Schön. Gut, dann würde ich dich jetzt einmal bitten, kannst du in dem RDP-System von uns etwas sehen? Mal gucken, ob die Verbindung... Ich habe da vorhin schon eine komische Nachricht bekommen hier. Also, zumindest sehe ich schon mal... Ich sehe, dass auf jeden Fall schon mal eine Einbindung erfolgt ist. Naja, ich kann so diese... Ich sehe zumindest schon mal diese Belegung in der Leitstelle. So, dann gucke ich mal. RDP. L Lichtenstreepje Brutalo Lichtenstreepje Gift Atier 1 Sub to Bombilochi. They have given 12 Gift Subs in the Channel. Ah, gibt es allgemeine Hinweise? Preislisten. Okay. Dann haben wir links die Zeiterfassung. Ah, okay. Das ist ja gut. Das ist ja die Auswertesysteme. Das ist ja im RDP allgemein so. Ja. Genau. Gut, dann klappt das ja schon mal. Ja, Mitarbeiter sehe ich auch. Und die Hausverwaltung, okay. Ja, genau. Also, um das ganz klar zu sagen, das sind natürlich, also das ist der, klar, also gehe ich von aus, aber ich muss das rein... zur Sicherheit nochmal sagen, diese Hausverwaltung, das Ganze. Interne Informationen. Genau, das ist ja für keinen anderen bestimmt. Das ist, das verstehe ich. Ja, wir haben ja auch schon vergeblich versucht. ja, nein, ich weiß schon, ja. Ja, gut, genau. Also, für dein Verständnis, das ist ein, ich sag mal, ein spezielles Tool, was ihr als Makler nutzen könnt, ja. Um zum Beispiel zu schauen, wenn jetzt eine Besichtigung ansteht, wo dieses Objekt ist. Weil du kannst natürlich nach der Adresse suchen, du kannst auch nach der Belegung an sich theoretisch auch nochmal schauen. Ne? Nach freien Wohnungen kannst du ja auch schauen. Ja. Und du kannst dir vor allem diese Adresse auch auf deinen Smartphone laden lassen und das auch über den Firmenwagen dann nutzen. Ah, das ist ja cool. Sehr modern. Dieses Symbol dann rechts davon. Ah, das ist quasi dieser, ja, dieser Pfeil auf dieser Karte, ja? Richtig, genau. Okay. Verstehe ich. Gut. Wichtig ist, du siehst ja jetzt diese Farbgebung. Es gibt hier so Symbole, die sind grün. Und es gibt Symbole, die sind rot. Ach so, ich muss erstmal gucken. Grün, ich sehe nur grüne. Moment, ah, hier habe ich rote, ja. Genau. Da ist die Belegung voll, ja? Ja, also in den roten wohnen Kunden von uns. Ich verstehe. Und da ist es so, bitte verlass dich nicht nur alleine auf dieses Tool. Also wenn da jetzt grüne Häuser drin sind, ja.
dann heißt das nicht, dass die auch tatsächlich frei sind. Dann heißt es nur, dass die gerade noch nicht als, wie sagt man, als nicht verfügbar markiert worden sind. Ah, ich verstehe, okay. Also das immer noch mit einem anderen System abgleichen, wozu ich dir dann auch den Zugang geben werde. Ja, habe ich verstanden, okay. Aber für einen, so für einen ersten Hot Wash-Up kann man hier zumindest schon mal reingucken. Ja, und vor allen Dingen zur, ich sag mal, Wegfindung. Ja, richtig. Das ist wirklich praktisch, ja. Barbareno Road, ach, das ist ja, ja, das ist Chumash, ja, steht ja da, Chumash, genau. Genau. Muss man nachher noch ein paar Lesezeichen machen. Hört er mich eigentlich? Er ist so still hier. So, schauen wir mal ins RDP. Da gibt es ja auch ganz interessante Sachen. Dynasty. Erstellt. Bitte tragt die Erstwünsche der Kunden mit in die Anliegen als Notiz rein. Wenn nicht sauber angelegt ist und wir nicht wissen, was der Kunde will, kann nicht zugeordnet werden, wird eventuell nicht für die richtige Immobilie berücksichtigt. Dafür sind die Makler verantwortlich. Ja, das ist ja wohl richtig. So, Stockzilla, die sind bei meinen Donnerstagswitz alle eingeschlafen. Was denn? Hau raus. Belluna, Skyline. Also allen, denen ich noch nicht Hallo gesagt habe, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Oha, wie krass, mit Hirn gemacht. Ja, ich denke, viel ergibt sich ja auch erst aus dem, wenn du es machst. Dann ergänzt du es immer um eins mehr und ergänzt hier wieder was und dann musst du hier wieder dran falschen. Also das ist ja immer ein lebender Prozess, sowas, ne? So, Update in Preisliste Maklerboard. Hallo ihr Lieben, ich habe die Preisliste in das Board gepackt und dort auch die wöchentlichen Preise bereits eingefügt. Wichtig, bei den Immobilien in Chumash werden die Balkone nicht mehr separat auf die Miete aufgerechnet. Oh, die Balkone sind dort schon enthalten. Wow. Aber jetzt stell dir mal vor, schau mal, er hat die Preisliste ins Board gepackt. Ich möchte nicht wissen, hier der Edwards, also ich meine, er hat... Aber der kloppt hier ganz schön rein, ne? Also man muss ja auch mal die Zeit sehen, die Leute hier versenken. Also was versenken jetzt, ne? Was die Zeit reinstecken hier ins Roleplay, ne? Das ist schon echt krass. Gehalts- und Rangveränderungen. Liebe Maklerchen, wir haben durch die neuen Gesetzesänderungen auch bei uns ein paar Anpassungen vorgenommen. In Absprache mit dem Taco haben wir entsprechende Gehälter und Ränge festgelegt. Dadurch ergeben sich folgende Änderungen. Aurelie, Steven, Lucy begleiten den Rang der Immobilienkaufmenschen und erhalten einen Stundenlohn von $75. Der Rang der Immobilienkaufleute Junior entfällt zukünftig gänzlich. Lillian und Angelika rücken auf den Rang der Immobilienkaufmenschen Senior und erhalten den Stundenlohn von $90. Alle Bereichsleiter erhalten in Zukunft einen Stundenlohn von $110. Solltet ihr noch offene Fragen haben, meldet euch gerne. Okay. Ach so, ja, okay. Das ist dann hier einfach der Zugang für, das ist einfach der Zugang für, sag schon, für Venture. Makler-Meeting, okay, alles klar. Ja, coole Sache. Mitarbeiter, wer ist denn eigentlich alles so da? Ah, er war eingestempelt, genau. Immobilienkaufmann, Frau, Azubi. Wer ist denn noch Azubi? Der Mold, Black Tide ist noch Azubi. Aha, okay. War cool. Wer ist Bereichsleiter? Miles Miller. Okay, Aurélie Leclerc. Leclerc. Ja, mit der haben wir schon mal... Ja, stimmt, dass die diese Frau Süßi spricht. Mit der haben wir ja auch schon gesprochen. Leclerc. Ganz cool. Dienstnummer. Ja, es ist halt so ein kleiner Kreis hier, ne? Mega. Terry Black. Ah ja. So. Hausverwaltung. Hier kann man halt auch gucken. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, Leute. Wir fahren jetzt doch einfach mal... Ich möchte mal gucken. Meteor Street. Haus Nummer 1. Belegung 8 von 11. Also es müsste theoretisch 3 frei sein. Also ich meine, gut, in diesem Zettel, wenn ich jetzt rüberschaue. Das ist jetzt Meteor Street links. Moment, jetzt muss ich mal... Hier, Meteor Street links. Steht hier drin frei zur Miete 1. Also es sind noch nicht aktualisiert wahrscheinlich. Also ich gehe da nur mal rein, ich werde nichts verändern. Okay. Ah, hier kann man auch freie Wohnung anklicken. Dann kriege ich nur die freien und wahrscheinlich gar nicht erst die roten angezeigt, ne? Genau.
Ah, hier sind die roten, die werden dann belegt. Aber gut, es stimmt ja nicht, es ist nicht immer aktuell, das Ding. Das macht aber nichts. So, jetzt pass mal auf, jetzt will ich zur Meteor Street. Jetzt sitze ich im Auto. Ich klicke das hier an. Okay. Das habe ich noch nicht geschnallt. Warte mal. Ich dachte, dann kann ich mir das direkt einfügen. Warte mal. Da kopiert man sich dann nur die Adresse. Das finde ich schon ziemlich cool eigentlich, ne? Was ist das denn? Stadtteile Burton, Chinatown. Okay. Es ist schon cool gemacht, ne? So, jetzt habe ich hier was drin. Zwischen wahrscheinlich kopiert. So, jetzt muss ich hier noch mal. Okay. Blacktide ist immer noch als angemeldet hier und hier ist Stephen Mitchell. Okay. Cars. Bushaltestelle. Aber irgendwie habe ich es noch nicht geschnallt. So, warte mal. Ach so, das ist dieser Marker hier. Ach. Ach so. Ah, Leute, jetzt habe ich es. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Ah, okay, pass auf, jetzt gehe ich nochmal ins Handy. Ich bin ein Dödel. Ah, okay. Also, Hausverwaltung, jetzt gehen wir mal nach Chumash hier. Ne? Wir nehmen mal Barbarena Road. Barbarena Road. Barbarena Road. Zack, einfach anklicken. Ah, und jetzt habe ich... Da, schaut her, da war das eine Häuschen. Hier, Road. Barbarena Road 7 hier. Ah, da schau her. Dann habe ich mir einfach den Marker gesetzt. Dann kann ich da einfach dahin fahren. Das ist doch geil, oder? Ah, das ist cool. Das ist richtig cool gemacht. Das ist eine geile Funktion, finde ich. Weil so weiß auch... Ich meine, ganz ehrlich, wenn du mal ganz viele Objekte hast, dann weißt du jetzt vielleicht dann gerade nicht, oh, welches waren das nochmal, ne? Und dann markierst du das so und fährst du halt dann auf direkten Wege zu dem Objekt. Das ist schon geil. Eine coole Funktion auf jeden Fall. Oder? Genau. Ja, coole Sache. Jetzt schauen wir mal. Was muss man sagen? Kohle! Haben wir schon ein bisschen Kohle verdient? Wir gucken mal. Auf geht's.
Audi. Hallo. So, Larry. Oh, schau mal, fast 3000 Dollar. Guck mal, ist das wieder ein Anstieg hier an Geld hier? Schau mal, 8., 6., 7., 6. Na? So langsam wird's wieder hier. Was kann denn hier Geld? Dynasty. Ja, schon ein bisschen Kohle bekommen. Cool. Die Grundsicherung. Das ist auch eine coole Sache. So. Ach man, die Omega-Karte. Weißt du, da ich immer die Kohle. Ach, so doof, ey. Grundsicherung. Okay. Ah, LS Taxi. Ja, aber es wird doch langsam. Ja, ich stelle dich kurz auf Headset, warte mal. So. Mhm. So, 3000 Dollar, boom. Howdy, Lady Gentlemen. So, mein lieber Wasser. Hey, Audi, Evan. Larry, Wasser. Ja, ich hätte gern mal eine Sprunk, wenn du wieder eine übrig hättest. Eisgekühlt natürlich. Für dich immer. Und für sie. Zwei draus, ich möchte auch einen haben. Dreimal Sprung. Jo. Auch eisgekühlt für sie. Das wäre lieb, ja, danke. Und zwar so, dass das Wasser an der Flasche aus noch abperlt. Ja, aber so. Wenn sie mir Sprunk aus der Flasche geben, dann ziehe ich in den ganzen Körper den Wagen hier kaputt. Nee, ich meinte die Dose. Ah, okay. Larry, die Dose ist es. Die Dosis macht das Gewicht. Was? Das ist richtig. Wie macht das denn? 2,99 auf Hand. Was? Redet da von der Flasche. Geht sie doch nicht weg. Komm so ran, die beiden. Herzeleinswasser. Darf ich jetzt Eis? Hey Ladies, gehört der Langhaarige zu Ihnen? Hier. Ah, nimmt er Ihnen nichts mit zum Trinken? No, aber ist auch okay. Ja, ganz schön unfreundlich. Hm. Okay, Ladies. Ich wollte es nur wissen. Entschuldigung, wenn ich mich vorgedrängelt habe, war nicht meine Absicht. Haben Sie doch gar nicht. Oh, alles gut. Okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Das war ein sehr weiser Spruch. Wow, ich bin impressed. Ja. Dankeschön. Schönen Abend, Frau. Howdy. Na, wie war dein Tag, Larry? Oh, vor dir steht die neue Zukunft des Maklertums von Dynasty 8. Nee. Ah, ich habe den Job bekommen und ich freue mich total. Du hast den Job bei Dynasty 8 bekommen. Ja. Larry, da musst du mir jetzt gleich noch mehr erzählen. Ja, kann ich machen. Ich hätte gern Entschuldigung. Ja, was wünschen Sie denn? Nochmal zwei Sprungs für die. Ah, jetzt. Sehr schön. Das haben Sie. Das haben Sie gut gemacht. Sehr schön. Dankeschön. Ja, ich habe gerade die beiden Damen gefragt, ob der Herr hier zu Ihnen gehört und dann hatten sie ja gesagt und habe ich gefragt, ob er Ihnen denn nicht auch was mitnimmt zu trinken. Wie gesagt, Sie müssen wissen, ich bin das Geschenk für die. Naja, nichtsdestotrotz, von einem trockenen Mund kann man sich auch mit den besten Geschenken nichts geben. Wie gesagt, Sir, ich bin die Abkühlung, merken Sie sich das. Ja, und wollen Sie denn die Sprungs auch in der Hand nehmen, Wasser? Wir wollen es mir nicht... warten Sie mal ganz kurz. Also, warte mal an. Hier, sehen Sie mal meinen Arm an. Sehen Sie die Härchen, wie sie sich keinen Millimeter bewegen? Ja. Weil ich so erzittere vor ihrer Coolness? Von meiner Coolness? Ja, also irgendwie. Ist keine Wirkung da. Aber. Mal,
Darf ich euer Gespräch ganz kurz unterbrechen? Aber ja, natürlich, Sie wollen. Komm einfach dazu, ja, was? Komm ja. Dazu, ja. Ja, mach eine Lokalrunde hier, ne? Vor allem mal ein Getränk. Eine Lokalrunde für alle, aber du bist ja verrückt, weißt du dann eigentlich. Ja, ja, komm mal. Mein Geschäft läuft heute wieder an, also, ne? Da kann man auch mal wieder einen ausgeben, ne? Hör mal Küsschen auf die Lippen, wenn es nicht ich wäre, weißt du? Wenn dann aufs Nüsschen, ne? Aber gut, dann lassen wir jetzt lieber. Ja. Mach mal für alle ein Getränk hier und dann kommst du gleich mit der Rechnung zu mir, ne? Ach, scheiße, Howdy, bist du auch. Perfekt. Moment, komm mal ja mal schon. Dürfte ich mal wenigstens den Namen erfahren, damit ich weiß, wo ich mich bedanken darf? Harry von Dillys Cardinalship. So, Achtung! Okay, Harry. Oder bei. Harry. Abholen. Komm nur an mir! Okay, Harry. Ja, Skinner ist mein Name. Dankeschön dafür. Ja, deinen Namen habe ich schon mal öfters gehört, ja. Ne? Okay, ich hoffe nicht negativ. Na, bis jetzt nicht. Ich habe gehört, du hast auf eine gemeinsame Freundin damals gut aufgepasst. Ja, ich hoffe, das mache ich auch weiterhin. Ja, das ist sich gut an. Ja. Wow, dann lasse ich mir die Sprunk aber extra schmecken. Dankeschön. Ja, sicher, da. Nehme ich an, ne? Ich bekomme auch noch mal zwei. Wow. Ne, wie zwei? Wir reden ja von einem hier trinken. Ich bezahle dich schon, alles gut. Wäre ich für die Damen, meine ich, oder? Hey, Faratus, grüß dich. Du machst das schon, ne? Howdy. Ich mach das. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, sicher. Alles gut? So, also was kriegst du? Also, Larry, ich habe bei dir erstmal einen Sprung. Also, ich nehme nochmal eine Sprung, bitte. Dann erzählst du mir nicht weglaufen. Du erzählst mir gleich von deiner Stage, ne? Ja, das mache ich. So, dann hier zwei Sprung für die Damen. So. Also, Larry, Gentlemen, bitte schön. Ich laufe schon nicht weg, ist ja gut. Ja, alles gut. Sie können gerne auch die servieren. Also, ja. Ich komme einfach mit denen mit. Gehen Sie einfach. Wieso? Ja, ich hab, Larry, ich hab dir einen Sprung gegeben jetzt, was? Ja, dann wäre wichtig, dass du die weitergibst jetzt. Ah, ja, bitteschön. Ich hätte jetzt den Namen direkt gegeben, aber die Show will ich Ihnen nicht stehlen. Ach, alles gut, können Sie auch gerne machen, das ist nämlich kein Problem. Ach, kann ich, machen Sie ruhig. Ah, ich diskutiere zu viel, Entschuldigung. Audi. Schönen Abend. Was seid ihr denn? Lass dich nicht stressen. Ich hole mir gleich nochmal ein schönes, kaltes Getränk. Immer die Sache mit dem Ende und mit dem Anfang. So, die Sprung kommt. Howdy. Howdy. Ich bin gerade verwirrt. Wir sind echt nett am Hof. Hab mich hier mal schön bedankt bei Harry. Ja. Für die Eggs, für das Getränk hier. Komm gut heim jetzt. Ja. Okay. Ja. Darf ich dich einmal kurz sprechen, Harry, wenn du gleich Zeit hast? Ja, klar. Oh, ja, gut, dann hoffentlich noch. Jetzt? Ich hab Zeit. Okay. Alles klar, macht's gut, jetzt zwei. Mach's gut. Ciao. Schönen Abend noch. Na gut. Solange da nicht so viele anstehen gerade. Ja, ausnutzen. Henry, willst du auch eine Sprunk haben? Nein, danke. Ich habe schon noch zwei. Ich meine, heißen Sie Henry? Sie reden ein bisschen undeutlich, aber okay. Achso, nein, heißen Sie Henry? Nein, so heiße ich nicht. Achso. Oh, das ist jetzt ganz peinlich. Das macht nichts. Ja. Warum bist du mit dem Motorrad weggefahren? Hab eine Runde gedreht. Ach so. So. Dann wünsche ich noch erstmal einen angenehmen Abend. Jetzt habe ich mich zumindest schon mal bedankt. Ja. Schönen Abend auch noch. Ja, jedenfalls. So, Ihnen, Mister hier. Auch einen schönen Abend noch. Aus ab oder was? Naja. Ach, kann auch ein bisschen stehen bleiben, so ist es nicht. Eigentlich habe ich auch ein bisschen was zu feiern. Also, keine Ahnung, habe ich mich verhört oder hast du gerade gesagt, schönen Abend? Also, ich weiß nicht. Ja, aber eigentlich kann ich, ich habe gerade gesagt, aber eigentlich kann ich ja doch noch ein bisschen bleiben, habe ich auch ein bisschen was zu feiern. So ist es ja nicht. Mir geht's dir mal. Ich hab da eine super Idee. Bist du das Sushi-Röllchen? Oder Asia-Röllchen? Oh, scheiße. Danke. Oh, scheiße. Wow, ja, hier. Ich revanchiere mich natürlich. Geht's dir besser, oder? Ja, schon viel besser. Ich merk schon gar nichts mehr. Ja, dann ist ja auch nie was passiert. Zum Wohl. Eins wird schon gehen, denke ich. Eins geht immer.
Hattet ihr dann wenigstens noch einen schönen Abend? Meinst du heute oder meinst du an dem Tag dann noch? An dem Tag? Ja, wir sind bis 5 Uhr morgens. Also noch schön kalt, dankeschön. Ja. Ja. War der so langsam und ihr seid nicht angekommen oder hat so viel Spaß gemacht? Nein, da war doch noch von Alice Transit diese, die fahren ja durch, diese Rekordfahrt da. Echt? Die sind halt bloß heute hier. 27. Ja, bei dem Wetter. Und ihr habt praktisch den Busfahrer Gesellschaft geleistet. Ja, und ich habe sogar seinen Job gemacht. Wie, du bist gefahren? Nein, ich habe seine Ansagen gemacht. Achso. So, aber ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Mir geht's gut, dankeschön. Ja, das ist auch gut so. Nee, ich hoffe, es geht ebenfalls gut. Aber, ja. Ja, dann macht's umso mehr Spaß. Ja, das war lustig. Ne, Henry? Ich habe überlegt, es mir doch endlich mal ein Bike zu kaufen oder zumindest mal zu sparen. Was für uns? Weiß ich auch noch nicht genau. Glaub mir, es war irgendwie 4 Uhr morgens oder so. Das, was ich mir ausgesucht habe, ist wieder so teuer. Welches? Eine Hexe. Ist nicht teuer. Können wir mal drüber reden. Oh, okay. Sollen wir mal kurz auf Seite gehen? Können wir machen. Na, dann machen wir das doch mal. Also kurz vorneweg, ich meine, ich war ziemlich lange Zeit hier beim LSPD, bin aber mittlerweile nicht mehr da. Doch, das ist mir egal. Nee, aber da habe ich halt so, ganz am Anfang habe ich so das Motorradfahren geliebt. Wir haben da auch so eine schöne alte Maschine gehabt. Ja, nicht diese neuen Dinger, die sich anhören wie ein Rasenmäher. Also, wenn du Zeit hast, ich meine, ich kenne dich nicht, aber ist egal. Pass auf, wenn du Zeit hast, so in circa 2 Wochen. Okay. Werde ich meine Hexer, ich kann dir die gleich zeigen, weil die steht da vorne, werde ich die wohl veräußern. Okay. Und dann werden wir uns bestimmt einig, was den Preis angeht. Also, die ist gebraucht, aber gut gepflegt, ne? Ich meine, die kommt aus dem MC, also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Schrottkarre ist, die. Ja, ne? Jemand mit einem ungepflegten Bike hat ein schweres Leben. So ist das. So. Ja. Und da werden wir uns bestimmt einig drüber, wenn du da Interesse hast, wenn du sagst, du willst den Hexer kaufen, weil ich werde meine Hexer so in circa 2 Wochen definitiv verkaufen. Oh, okay. Also, du da sagst, habe ich Interesse dran, dann werden wir uns bestimmt einig. Oh, da hätte ich aber auf jeden Fall Interesse. Aber zumal vor, jetzt mal, ja, Skinner ist mein Name. Ja, also ich bin Burner. Hallo. Wie, Turner? Burner. Okay. Das, ja, wirklich sehr gerne. Ich meine, meine Kumpel. Sollen wir mal vielleicht Nummern tauschen? Ja, lass mal Nummern tauschen. Das wird mich auch, ja, auf jeden Fall. Da habe ich sogar noch ein bisschen Zeit zu sparen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, klar. So, Skinner war der Name, ja. Ja, das ist richtig. 555 ist klar. Yep. Hm, sag mal. Das ist 915. 915 607. So, okay, ich speichere das und dann klingel ich direkt mal durch. Ja, okay. Dann hast du ja meine Nummer auch direkt. So, klingelt? Ich hoffe. Audi. Ja, cool. Ja, so. Okay. Und einfach Burner. B-U-R-N-E-R. Einfach. Das sollte ich hinkriegen, okay. Das denke ich mir. Wie gesagt, dauert so 10 Tage noch ungefähr. Liegt ein bisschen daran, dass ich jetzt nochmal kurz in die Heimat fliegen muss für 2-3 Tage und mein Bike noch nicht da ist, mein neues. Aber wie gesagt, dann bist du für mich der erste Ansprechpartner. Ist nicht schlimm, wenn du sagst, nee, will ich nicht oder hab schon was anderes, alles cool. Ja. Aber ich biete sie dir dann exklusiv als ersten an. Wow, das ist sehr nett und ich fühle mich geehrt dadurch, danke. Und über den Preis werden wir uns bestimmt einig. Ah, ich okay. Werde nicht über den Tisch ziehen, mach dich schlau, was eine gebrauchte Hexa kostet. Wie gesagt, die ist quasi Checkheft gepflegt aus dem MC raus, ja? Ja, das habe ich verstanden. Naja, die ist auch noch komplett unverbaut, also original, da ist kein Tuning rein oder irgendwas. Okay. Kannst du also tun lassen, was du magst. Und wie gesagt, die ist halt eben nicht irgendwie irgendwo durch den Dreck gezogen oder so, sondern die hat regelmäßige Wartung alles gehabt. Ja, das klingt doch gut. Kommt natürlich auch nochmal eine Wartung drauf, dann, ne, und dann werden wir uns, glaube ich, schon einig werden, ne? Okay, genau. Das klingt doch gut. Ja, das heißt, wenn es für mich dann so ist, ich kontaktiere dich, wenn es für dich okay ist und sag hier, pass auf, ich will jetzt wegtun, dann sagst du, okay, will ich nicht, gucke ich mir an, keine Ahnung, ich meine, wir können jetzt auch gucken gehen, wenn du Bock hast, aber macht ja keinen Sinn. Und dann kannst du dich entscheiden und wenn du sagst, oh, will ich oder will ich nicht, alles klar. Ja, cool. Das machen wir so. Alles klar. Ja, das cool. Klingt dann gut. Dann würde ich mich melden, so ungefähr 10 Tage dauert es noch, weil mein Bike ist halt, wie gesagt, noch nicht da. Okay, Deal. 10 Tage und dann reden wir um das Geschäft. Alles klar, ich melde mich bei dir. Ja, machen wir so. Alles klar, okay, cool. Ja, super. Ja. Ja, cool. Ja, alles, schön. Alles klar.
Okay. Dann wünsche ich auf jeden Fall, noch einen schönen Abend. Erstmal. Ja, dir auch. Und ich melde mich, ne? Ja, dann machen wir das so. Okay, ja. Howdy. Howdy. Lady. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. So, ihr beiden, ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Sorry für die Unterbrechung. Und, gute Nacht, Hütter. Ja, hey, Skinner. Ja. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis zum nächsten Mal, ich lasse mich mal öfter hier blicken. Sehr gut. Seit heute kann ich feiern. Ich bin angestellt. Jetzt, nachdem ich ja beim LSPD nun aufgehört habe, nach über 2 Jahren, aber jetzt habe ich einen neuen Job. Ja, ich habe es nun endgültig aufgegeben. Ich habe keinen Bock mehr. Wo bist du denn jetzt? Scheißladen. Jetzt, ich habe eine Anstellung bei Dynasty. Bei Dynasty? Jetzt erkläre ich, jetzt erfülle ich die Träume von Wohnungs- und Haussuchenden. West Mirror Drive 4. Moment, muss ich mal prüfen. West Mirror Drive 4. Und die 5 nehme ich. Richtig, die 5 nimmt Harry. Aha, okay. Muss ich das jetzt mal, soll ich das als Anliegen aufnehmen, ja? Darfst du nicht, glaube ich. Aber was du inoffiziell machst, ist ja irrelevant, oder? Also, also zumindest habe ich schon mal davon gehört. Ja, siehst du eben. Ja. Na gut, Larry, dann dir einen schönen Abend, Mann. Lass ja, und, den wünsche ich ebenfalls. Und lasst euch nicht ärgern. Audi. Du auch nicht, ne? Da kann muss viel passieren, dass ich aus der Ruhe gebracht werde. Audi. Audi. Ladies, Gentlemen, angenehmen Abend noch. Ich wünsche Ihnen. Dankeschön. Gute Abend. Aaron. Aaron. Ja, aber die ist. Audi. Oh, wow. Audi. Für mich ein großer Sprung. Fertig. Hey. Ja, ne? Super, ich danke dir, Aaron. Der Sprung machen bei lecker fertig hier. Kühlaufschirm. Ja. Was ist denn hier los? Spitzenmäßig, ich danke. Ja. Die Zivilunken hier, die vorgetäuschten. Oha. Ich mein, ja, gut geht's. Ist du halt mal im Zivil zu sehen, ja? Ja. Würde ich immer. Würden Sie die Sprung annehmen? Ja. Larry, wie geht's dir? Ach, gut. Ich bin seit heute wieder. Ich habe seit heute auch wieder einen Job, den ich machen wollte. Glückwunsch. Ich bin bei Dynasty und erfülle Haus- und Wohnungsträume. Okay, das ist cool. Gott. Ja. Schade. Dann habe ich die nächste Quelle. Das geht auch reicht, weißt du. Bei den Maklerparasiten. Oha, denke, ja? Was sagst du? Bei den Maklerparasiten. Ich werde jetzt nicht vom Parasiten das Sprechen anfangen, wenn ich dann Richtung Norden gucke. Ja, aber das ist richtig. Ja. Ich denke auch. Ich denke, dass ich das Ganze. Ne? Wunsch angepasst. Komm so ran. Wunsch angepasste Angebote machen werde. So. Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel Makler sind jetzt nicht so die seriösesten Leute. Ja, ich bin ja kein Versicherungsmakler. Scheiße nochmal. Ja. Ja, aber wenn du jetzt sagst, du suchst irgendwie eine Bude mit gewissen Ausstattungen und Einrichtungen, dann versuche ich natürlich bestmöglich auf diese Wünsche einzugehen und im Idealfall natürlich auch in der Location, wo du sie suchst. Und damit mache ich ja, wenn ich meinen Job gut mache, alles richtig und du bist glücklich. Und dann habe ich doch alles gut gemacht, oder? Ich komme mal kurz rum, ja? Ja. Zumindest soweit in der Theorie. Theorie auf jeden Fall, ja. Ja. Aber ich denke, dass wir zwei, falls es so wäre, doch gut auskommen. Wie auf jeden Fall, aber ich sag jetzt einfach mal so, ich weiß, dass du das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen wirst, hundertprozentig. Ich weiß. Wie ist die Marge denn eigentlich so? Hab ich weiß, über Geld spreche ich nicht. Ja, das war klar. Ja, genauso wie du auch nicht über Interna sprichst und ich meine, weißt du, es ist ja auch wie in größeren Behörden auch so üblich, ne? Es gibt so ganz viele Leute, da weiß ich. Das sind korrekte Leute, die verstehen was von dem Handwerk und dann gibt es welche, wo ich sage, leck mich am Arsch, wer hat die denn eingestellt? Naja, aber es ist auch nicht meine Entscheidung. Der Ruf ist sowieso hinüber. Das habe ich jetzt mittlerweile sowieso auch, sage ich mal, noch besser erfahren. Jetzt komme ich aber mal lecker bei euch bei ihr. Na dann, willkommen in der Runde, würde ich sagen. Na dann, Evan. Wenn ihr da seid. Ja, Larry, sag doch mal, wie ist das jetzt passiert alles? Ja, ich habe mich beworben. Dann habe ich noch einen Termin bekommen für ein zweites Gespräch. Dann bin ich hingefahren, musste quasi den Chefs nochmal eine Wohnung vermakeln, sozusagen. Als Testlauf. Und da waren sie sehr angetan und haben dann gesagt, okay, die Wohnung nehmen wir zwar nicht, aber wir nehmen sie. Ja, dann war ich, ja.
Schöne Sache. Und ich fühle mich wohl. In dieser Runde kann ich es ja auch sagen. Ich fühle mich wohl bis jetzt mit meiner Entscheidung. Das ist die Hauptsache, ganz ehrlich. Ja, ich meine das, was ich... Naja. Am Ende muss der Shop einen Spaß machen. Das ist richtig. Am Ende musst du wirklich sagen können, das ist für mich auch irgendwo eine zweite Heimat. Nein. Ja, das ist richtig. Und erst wenn du das bei einem Beruf sagen kannst, kannst du von einer Berufung sprechen. Das habe ich lange Zeit von einem Beruf gesprochen. War ja nicht umsonst fast 2 Jahre da. Ja. Oder waren ja schon 2 Jahre. Die ist natürlich immer so eine Sache, ne? Komischerweise, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich es eigentlich damals nach wenigen Tagen, Stunden, Minuten direkt schon wieder vermisst. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Glaube ich dir. Aber Lehre ist auch eine Frage der Gewöhnung. Ne? Ja, an manche Dinge gewöhnt man sich normalerweise nicht. Oder glaubt man zumindest, kann man nicht. Aber hier habe ich noch nicht mal Gewöhnung gebraucht. Das ist das, was mich eigentlich erschreckt hat. Das heißt, Lehre wird mein neuer Immobilienmakler werden, wenn ich was suche? Ja, zumindest kann ich unterstützend mithelfen, mitwirken, wenn du das möchtest. Mache ich gern. Machst du das Vollzeit, Larry? Ja, soweit mache ich das Vollzeit. Aber zumindest kann ich mir die Termine ja so schieben, wie sie mir passen. Und das macht das Ganze auch ein bisschen flexibel. Ja, das ist das, was ich suche. Ja. Ich bin halt eher der Mann für die Abendstunden, aber das ist ja bekannt. Da hättest du bei uns anfangen müssen, Larry, ne? Da hätte doch gepasst. Hier, meinst du? Ja, absolut. Ah, ich war damals im OP, das war auch eine schöne Dienstleistungserfahrung. Aber, naja, jetzt habe ich mir gedacht, gehe ich nochmal in eine andere Richtung. Ja, ja, sehe ich aus. Ne? Aber ich habe dich ja damals auch im OP, habe ich dich ja sogar kennengelernt, weiß ich gar nicht, ne? Ja, richtig. Ich glaube, ne, Lien hat damals dich vorgestellt. Little Girl hat dich da vorgestellt, das ist richtig. Ja, genau. Sind wir gerade vom Urlaub gekommen, meine ich. Ja. Yep. Da wurde ich so vor vollendeten Tatsachen irgendwie gestellt. War erst ein bisschen unangenehm, aber im Nachhinein war ganz okay. Im Nachhinein war es noch viel schlimmer, weißt du? Ja, macht nichts. Ändert auch die Sache nicht mehr, weißt du? Ja, das stimmt. Tut mir leid für dich, Larry. Jetzt hast du mich an der Backe, ne? Macht nichts. Ich werde jetzt aber langsam, wie sagt man so schön, den Schuh machen. Aha. Ich muss morgen früh raus, mein Flieger geht nach Phoenix und dann bin ich erst Sonntag wieder da. Hey. Na dann. Larry, ganz machst du die Häuser im Norden auch und sowas? Zumindest kann man dafür sorgen. Hm. Ja, das ist richtig. Also ich bin ja erstmal jetzt am Anfang. Ich laufe erstmal noch ein bisschen mit. Also ich selber mache noch keine Termine jetzt gerade aus. Ich schaue mir das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen an. Aber auf jeden Fall kann man die Daten, also wenn du da anrufst, dann kann das alles entsprechend vereinbart werden mit dem Termin, Besichtigungstermin und dann geht das los. Ja, ich glaube, das Ding ist, wir haben jetzt einfach hier alle gerade jemanden von deiner Stelle, den wir kennen, ne? Also habe ich das Gefühl. Ja, das ist es. Also wenn ich den Blutsaugern Geld geben muss, dann den Larry. Das ist halt der Punkt, ne? Ja. Weil ich kenne die ganzen Maklerinnen und Makler von Larry. Ah, von Larry. Ja. Ich saug auch ganz leicht. Da kommt kein Blut. Nur ein bisschen. Ja. Schmerz auch nicht. Ich nuckel freundschaftlich. Als Vampir kannst du nicht Nein sagen oder nur wenig saugen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Oh, okay. Ja, zumindest, damit wurde ich ja selber erst konfrontiert, ja, aber das wusste ich auch nicht, aber okay. Also für den Besichtigungstermin natürlich selber ist klar, wegen den Unkosten, da gibt es natürlich je nach Objekt dann auch nochmal eine Gebühr dann natürlich zu bezahlen. Ja, aber wie gesagt, wie es Kowalski gesagt hat, ne, da bist du mir 100-mal lieber, weil für mich bist du auch eine greifbare Absolut. Person und die anderen Leute von deiner Diät kenne ich halt nicht. Ich habe mit denen irgendwie nie Kontakt gehabt, ne? Außer mal ab und zu hier beim Taxifahren und das war auch nicht auf einer persönlichen Ebene, wo ich sage, zack. Okay, ja. Naja gut, zumindest müsste ich da aber allerdings erstmal noch jetzt ein bisschen eingearbeitet werden, sodass sie dann sagen, okay, hey Larry, mach das Ding und dann mache ich das auch. Ich glaube, wir wollen dich jetzt nicht überfallen, ne? Aber das war so generell jetzt gemeint. Ja, aber ich auf jeden Fall. Also wenn ich dann helfen kann und wenn Interesse irgendwo besteht und wir was haben und das dann passt auch zu dem, was ihr sucht, ja scheiße, wäre ich dumm, wenn ich euch das nicht... Also mal ganz ehrlich, ich meine, das hilft uns ja dann beiden, oder? Das wäre mein Job.
Und wenn ihr dann zufrieden seid, hey, dann habe ich meinen Job gut gemacht. So, ganz ja, einfach. Ich glaube, du hast eine gute Lücke getroffen. Auch gerade mit deiner Art und Weise. Und die Leute vertrauen dir und du hast ja halt gewisses Vertrauen auch aufgebaut. Ne? Und das kannst du auch so weitervermitteln. Ich glaube, das ist wirklich für dich ja, ein super Job. Das, weil das Vertrauen der Leute hast du auf jeden Fall noch. Oh, das konntest du mitnehmen. Das ist Klientel, die Kundschaft. Hallo, da bist du ja. Einen wunderschönen. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Sag mal, Tom, hast du eigentlich den Hut mittlerweile aufgezogen? Nein. Warum nicht? Ich hab doch gesagt, ja, also wenn ihn jemand verdienen würde, dann wärst du das. Um die Stille auszunutzen. Okay, habe ich da jetzt irgendwas angesprochen, was unangenehm? Ah, okay. No. Wahrscheinlich weiß ich wieder nicht von Dingen, die ich nicht wissen darf. Andersrum. Ich weiß nicht von Dingen, die ich nicht wissen darf. Also ist alles so, wie es sein soll, oder? Also ich wüsste nichts, von dem ich nicht wüsste. So. Ich verstehe. Ich wollte mich nur für den Abend bedanken und mich verabschieden. Aus ja, der ich Runde. Bin nur das Taxi. Ach, so läuft das hier. So ein Ding ist das hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich auch schon. Ich glaube, ich habe dreimal angesetzt, richtig? Du bist mir eine Antwort schuldig. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal eine schöne Fahrt nach Hause gönnen und morgen dann schön nach Phoenix fliegen. Ich wünsche allen zusammen hier einen wunderschönen guten Abend. Larry, my dude name. Bis okay. Sonntag, Larry, ja? Alles klar, sehr gerne. Howdy, lady, gentlemen. Audi, schönen Abend noch. Bias, genau. So langsam kriegen wir auch die Stimme, die Tonlage wieder hin. Ich muss jetzt genau öfter reden, dann geht das auch wieder. So, jetzt, wenn wir mal weiterschauen. Ja. Das ist genau der richtige Tonfall, den ich eigentlich wieder treffen wollte mit Larry. Hat ein paar Tage gedauert, weil ich auch ein bisschen erkältet war. Aber mittlerweile geht's wieder. Also, Ladies and Gentlemen. Ihr dürft auch gerne mal schreiben, wenn ihr hier im Kanal seid. Mann, oh Mann. So, jetzt müssen wir auch noch gleich Ari hier noch schreiben. Ein bisschen erzählen, wie der Tag so war. Ja. Und dann, ja. Geht's ab hier. Ja, das ist jetzt meine normale Stimme. Ja. Da rede ich jetzt ganz normal. Ist nicht so tief. Also nicht so krätzig und tief. Die hört ihr wahrscheinlich meistens öfter. Außer ich fange an, dann wieder so zu reden. Oder ich gewöhne mir an, zukünftig immer so zu reden. Das wäre aber auf Dauer, glaube ich, ein bisschen anstrengend. So ein bisschen. Der nuschelt etwas mehr und auf der anderen Seite. Ja. Vor allem wüsste ich gar nicht, wie ich jetzt freudestrahlend, wirklich begeistert lachen soll, wenn ich mit so einer Stimmlage rede und dann einfach auch in dieser Geschwindigkeit. Ja. Ich kann mir zukünftig angewöhnen, immer so langsam zu reden. Aber ganz ehrlich, man muss trotzdem sagen, dass Larry geistig sehr gewandt ist. Ja, der Geist ist schnell, die Sprache ist langsam.
Mr. Skinner. Howdy, Mr. Napier. Wissen Sie, ab und zu rufe ich einfach an, weil Sie mir, ich kann es gar nicht beschreiben, warum, manchmal so ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Sie sind eine sehr individuelle Persönlichkeit und, naja, das weiß ich sehr zu schätzen. Deswegen wollte ich Sie einfach mal auf Stand bringen, was meine Person betrifft. Also, Sie werden mich zukünftig nicht mehr in dieser ätzenden Behörde finden, für die ich über 2 Jahre tätig war. Ich habe dort den Dienst quittiert. Endgültig. Und, naja, heute habe ich wieder einen neuen Job bekommen. Und falls Sie mal eine Immobilie brauchen, dann finden Sie jetzt einen kompetenten Ansprechpartner bei Dynasty 8. Ach, tatsächlich? Ja, so ist das. Ja, meine Güte. Das heißt, Sie sind anscheinend auch nicht im Guten mit dem PD auseinandergegangen, ja. Naja, ich hatte meine Gründe. Und ich sag mal so, es hat weniger mit den Leuten zu tun als, ach wissen Sie, es ist einfach diese Behörde. Aber es ist alles sonst, naja, es ist meine Entscheidung, ich bereue sie nicht und es ist alles okay. Ja, ich verstehe. So muss es sein, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Entscheidungen werden getroffen und man steht dazu. Das ist auch richtig. Naja, jetzt wo dann der Geldsegen hoffentlich langsam wieder ein bisschen nach oben geht, komme ich dann auch mal gern wieder im Little Italy vorbei und trink mal einen richtig schönen guten Kaffee. Ja, gerne doch. Sagen Sie mir doch gerne Bescheid, wenn Sie auch vor Ort sind. Das würde ich gerne. Ja, das mache ich gerne. Wünsche ich Ihnen. Ich hoffe Ihnen ansonsten geht es auch soweit gut. Naja, man kann sich nicht beklagen. Das übliche halt, nicht wahr? Ja, ich verstehe. Nun gut. Aber schon recht interessant. Dynasty 8, sagten Sie ja. Ja, das ist richtig. Naja, ich war sowieso in Verhandlung mit Dynasty 8 über ein paar Immobilien. Aber vielleicht können wir uns ja mal treffen für eine Führung durch ein paar, die frei zu Verkauf stehen. Ja, dann müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben. Jetzt die ersten Tage werde ich erstmal auch eine Einweisung bekommen und laufe natürlich erstmal so ein bisschen mit den Leuten. Arbeiten Sie da nach Provision oder wie schaut es da aus? Nein, ich habe da einen festen Vertrag mit einem festen Stundenlohn. Ah, also kann ich Ihnen keinen Gefallen tun, wenn ich Ihnen ein paar Geschäftsmänner zuschicke? Ach so, mein. Naja, ich meine, ich denke, dass sowas wird nicht ungesehen bleiben, wenn das natürlich alles erfolgreich verläuft. Das tut der Karriere gut, richtig? Ja, ich verstehe. Dann werde ich mal ein paar Empfehlungen aussprechen. Ah, aber warten Sie erst noch ein bisschen damit, bis man mich, bis ich eben auch meine Terminierung machen kann. Und dann, ansonsten, aber kann ich trotzdem, falls Sie irgendwas brauchen oder suchen, dann kann ich natürlich auch entsprechend vermitteln. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber ich versuche das natürlich mit bestem Wissen und Gewissen zu tun. Ja, haben Sie vielen Dank dafür. Okay. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und, es ist schön, auch ein bisschen Freude durch Ihre Stimme zu hören. Nun, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend und eine gute Nacht, wenn es soweit ist. Ja, das wünsche ich Ihnen ebenfalls. Auf Wiederhören. Howdy, Mr. Napier. Ich liebe es. Also, wenn unser guter Larry eine schwerwiegende Veränderung hatte, dann hat er immer Napier angerufen, hat ihn informiert. Immer. Das ist in der ganzen Vergangenheit, schon in den ganzen 2 Jahren jetzt. Immer wenn was Krasses war, dann kam immer der Smalltalk nochmal mit Napier. Deswegen, das muss man jetzt einfach machen. Die waren ja immer so, sind sehr respektvoll miteinander umgegangen, einfach. Auch wenn man so direkt nichts zu tun hat. Ist so gut, ey. Ah, ich liebe es. So, jetzt werden wir mal Ari noch schreiben.
Howdy, mein Männchen. Harry, ich hatte einen langen Tag, viele Informationen. Werde mich noch ein bisschen durchwühlen müssen. Es ist aber schon vorab ein angenehmer Umgang in der Firma. Nette Leute, ich bin guter Dinge. War meist Admin-Kram heute. Ich bekomme sogar einen Dienstwagen. Ha, kleiner als drei, Lady. So,